Einen wunderschönen Donnerstagabend und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Schön, dass schon einige Leute da sind. Und ja, wir machen heute weiter mit mehr Star Wars Jedi Survivor und werden heute das Spiel voll komplett abschließen. Das ist eigentlich, war es ja schon das letzte Mal geplant, aber die 100% sind doch etwas länger gewesen, als ich gedacht hätte. Und deswegen machen wir heute den letzten Stream voll. Ich bin mir sehr sicher, dass wir es heute abschließen können, egal was andere Leute sagen. Und ja, mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe natürlich erstmal, dass wir uns nicht irgendwie gesoftlockt haben und es gar nicht mehr abschließen können. Aber ich bin mal guter Dinge, dass wir es irgendwie hinbekommen. Mal schauen, wie das Ganze so läuft. Und ja, ansonsten haben wir natürlich noch ein paar Kleinigkeiten hier zu erledigen. Die großen Sachen haben wir wenigstens schon gesammelt, zumindest die ganzen Sammelobjekte. Jetzt geht es eigentlich bloß noch darum, die Kopfgeldjäger zu erledigen. Und ja, dann gibt es noch einen Fisch zu sammeln und Holoschach. Die beiden Sachen, zumindest den Fisch, müssen wir auf jeden Fall noch suchen. Dann gibt es noch ein paar Einträge zu suchen, die auch noch ein bisschen knifflig werden. Aber sollten wir irgendwie auch hinbekommen und ja, mal sehen, wie das Ganze so dann laufen wird. Ich bin guter Dinge, wie gesagt, dass wir es heute abschließen werden. Das auf jeden Fall. Sollten wir ein bisschen früher fertig sein, dann suchen wir nach einem Ersatzprogramm. Wenn wir sehr früh fertig sind, können wir gerne noch ein bisschen in Monster Hunter gehen. Ansonsten müssen wir mal überlegen, was vielleicht am sinnvollsten ist. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze so läuft. So, jetzt erstmal schön, dass ihr da seid. Guten Abend und ich hoffe, dass ihr einen schönen Donnerstag heute hattet und bisher eine schöne Woche. Und dann heute noch ein bisschen den Stream genießen könnt. Also erstmal guten Abend Gastritis, guten Abend Lini, guten Abend Garuga, guten Abend Silja und guten Abend Marcel und guten Abend X-Man und guten Abend auch an alle anderen, die gerade nur zuschauen und nicht im Chat sind. Auch an euch, schön, dass ihr dabei seid. Willkommen, willkommen. So. Das Shirt passt ja überhaupt nicht zum Spiel. Ja, ist schlimm. Warum habe ich heute so ein Shirt dann? Wirklich, ne? So, bitte, ich kann mich mal ein bisschen anstrengen. Schön. Wollt ihr eigentlich an die Season-Waffe erinnern? Das ist ja nicht mehr nötig, weil das Design der Waffe ja schon bei Bomb gesehen hast. Oh, ja, okay. Richtig, ja. So leicht geht es. Haben wir vorhin die Präsentationsreaktion nochmal angeschaut. Ich frage mich, wieso ich mich so sehr hasse, weil natürlich musste ich wieder bei dem Trailer heulen. Ich meine, du hast ja gewusst, was auf dich zukommt, ne? Du hättest ihn ja einfach überspringen können. Das ist aber schon ein sehr trauriger Trailer, muss man echt sagen. Kann ich schon verstehen. So, whoops. Machen wir hier mal Pause und dann starten wir rein. So, okay. Wunderbar. Hat er ja ein Bild gesendet gehabt, aber naja, egal. Ja, ich meine, wenn wir wollen, können wir das Bild nochmal schnell anschauen. Aber wir haben es ja schon gesehen. Da, damit es nicht verloren ist, das schicke Bild. Es ist eine sehr coole Waffe, muss man sagen. Sieht sehr, sehr schick aus. Das absolut. Ist cool geworden. Jo, rein da. Jetzt war es nicht umsonst, dass du es geschickt hast. Jetzt hat es die Welt nochmal gesehen. Wie gesagt, sind sehr, sehr schick geworden, die Season-Waffen dort. Okay. So, erste große Sache, die wir jetzt erstmal schauen können, ist, will Cage mit uns reden? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie ist hart buggy. Aber wir können es nochmal probieren. Jetzt haben wir das Spiel nochmal gestartet. Wir haben die Konsole nochmal gestartet. Es sind ein paar Tage vergangen. Vielleicht hat sie ja jetzt Bock. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, aber mal schauen. Und guten Abend, Kenneth. Willkommen zum Stream. Schön, dass du dabei bist. Hallöchen.
Das wäre natürlich das Angenehmste von allen, wenn das einfach wieder so funktionieren würde. Keine Ahnung, was da schiefgegangen ist, dass sie einfach komplett kaputt gegangen ist. Wir haben einen Kopfgeldjäger in der Wüste einfach so gefunden, für den wir, glaube ich, keinen Auftrag hatten. Und einer ist in den Tod gefallen oben beim Observatorium. Und vielleicht hat das alles so durcheinander gebracht, dass wir jetzt keine weiteren Aufträge bekommen. Lebt der? Nee, aber kann er eigentlich nicht, oder? Ich wollte gerade sagen, vielleicht lebt er oben beim Observatorium noch, aber wir haben den Puck bekommen. Wäre natürlich noch eine Idee, ne? Aber ja, Cage will auf jeden Fall nicht mit uns reden. Aber, na, keine Ahnung. Ich meine, dann hätten wir ja den Punkt dafür, nicht wahr? Guten Abend, Xias. Willkommen zu Steam. Schön, dass du dabei bist. Hallöchen. Das heißt, bei ihr kommen wir schon mal nicht weiter. Was wir natürlich immer noch machen könnten, wäre auf Verdacht einfach mal nach Nova Garen zu gehen. Ich glaube, das ist der einzige Punkt, wo wir jetzt noch keinen hatten. Wir hatten einen beim Galaxis. Wir hatten einen auf dem zerstörten Mond. Tenelor werden sie wohl nicht sein. Nova Garen, Coruscant hatten wir erst einen. Und Jeddah hatten wir ja den großen. Hatten wir auch noch kleinere. Puh, gute Frage. Wir können auch nochmal nach Jeddah, um dort gucken, ob es noch Geschichten von Boat gibt. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Da müssen wir auch noch ein bisschen schauen. Aber ich denke, Kopfgeldjäger wird es eher nicht mehr auf Jeddah gehen. Sind alle auf Korriban? Ja, die machen dort Party. Es ist, hier ist es natürlich die große Frage, ob es da irgendwas geben wird. Also sicherlich noch diverse... Das ist da ein versperrter Weg. Sicherlich noch diverse Notizen und sowas. Oder halt Datenbanken und Echos. Die müsste es da auf jeden Fall noch geben. Ist halt echt auch so die große Frage, wo zur Hölle ist Scuba? Könnte er sein? Wo haben wir ihn noch nicht gefunden? Vielleicht gehen wir erstmal nach Nova Garen. Ich glaube, das passt ganz gut. Wie gesagt, vielleicht haben wir das große Glück und wir finden dort einen Kopfgeldjäger und dann wird alles wieder gut. Wohin? Da. Machen wir erstmal das. Ist auch ein kleines Gebiet, dort können wir relativ gut. Ja? Ui. Möchtest du tanzen? In deinem Alter habe ich mit meinen Schwestern getanzt. Bis tief in die Nacht. Bringst du es mir bei? Natürlich, Katha. Okay. Wer weiß, was für Hexentänze die dort gemacht haben auf Datumir. Da ist ein Kopfgeldjäger. Okay, perfekt. Dann schlagen wir erstmal einige Fliegen mit einer Klappe. Dann holen wir uns Geschichten von Boat, holen uns die Nova Garen-Geschichten, holen uns einen Kopfgeldjäger, falls er spawnt. Und hoffentlich bringt das Ganze... Reise ist gleich vorbei. Okay. Bringt das Ganze dann hoffentlich wieder ins Lot mit Cage. Mal sehen. Ich bin gespannt. Aber okay. Dankeschön, Gauga. Dankeschön dann auch fürs Nachschauen. Ein Stümper wieder. 90% schafft man in 10% der Zeit. Und für die letzten 10% braucht man 90% der Zeit. Ja, es ist immer so, ne? Es ist so typisch. Ich will nicht hier sein. Das kann ich dir nicht verdenken. Wir sind bald wieder weg, okay? Okay. Sei vorsichtig. Werde ich sein. Kann ich verstehen, dass sie nicht mehr hier sein will. Nicht der angenehmste Ort. Je länger wir hier verweilen, desto größer wird die Gefahr. Ich weiß. Ja, trotzdem muss es getan werden, Marin. Für die 100%. Wir können nichts zurücklassen. Die große Frage ist natürlich... wo könnte der ganze Stuff sein? Gute Frage. Eigentlich eher in den normaleren Bereichen, ne? Achso, ja, hier unten
Hier unten kommt man einfach gar nicht durch, ha? Also doch, natürlich kommt man da durch. Stimmt, das war ja das, was wir festgestellt haben. Hoppla. Von hier aus könnte ich den Weg beschreiben, wird aber etwas lang. Ich guck erstmal ein bisschen, weil wir brauchen ja eh noch die ganzen Datenbankeinträge hier. Deswegen, ich würde eh mal alles so ein bisschen ablaufen und gucken, was es hier so gibt. Und vielleicht laufen wir ihm dann über die Quere. Sehe ich da irgendwas? Nee. Also in der Kabine von Bolt sollte ja auf jeden Fall was sein. Irgendeine Erinnerung eben. Mal schauen. Aber ja, deswegen, ich gucke einfach mal. Ist lieb von dir, aber ja, bevor du dann versuchst, den ganzen Weg durch die Dings zu beschreiben, durch die Station zu beschreiben, latsche ich hier einfach selber mal ein bisschen entlang. Vielleicht finden wir irgendwas. Irgendwas müssen wir ja finden. Da unten ist was. Okay, das ist gut. Bist schon sehr richtig auf dem Weg. Ah, sehr gut. Na also. Außerdem habe ich da unten, aber da müssen wir halt zum Hangar wieder. Um dorthin zu kommen. Okay. Gute Frage. Bonk. Wie es ihn weggehauen hat. Way! Glaube nicht, mein Freund. Das war die falsche Taste. Ah! Ich wollte das hier. Ja, genau. Schade. Na gut, ich meine, solange er kein Feuer mehr machen kann, ist alles gut. Das ist das Einzige, was zählt. Nice. Okay. Die sind schnell erledigt. Jetzt muss ich aber trotzdem hier hoch, ja. Okay. Ich denke einfach wirklich, die ganze Station, wie gesagt, ist ja ein schnelles Gebiet, ne? Und die ganze Station wahrscheinlich einfach nochmal komplett abzugehen, wird hier nicht der größte Fehler sein. Auf Kobo kann ich es halt eben vergessen, alles nochmal abzugehen, aber hier ist es klein genug, dass das funktioniert. Ah! Während mehr gesprungen ist. Geht das? Oh ja! Ach stimmt, weil das nur für menschliche Position des Gegners ausgemacht. Nur für Menschen theoretisch ja Probleme macht, die Tore, aber nicht für Druiden. Bonk. Sehr schön. Da war ja was. So, hier durch? Was ist dahinter? Gar nichts. Okay. Fair. Ah! Wie hast du mich eigentlich so schnell entdeckt? Mies. Nicht gut. Gar nicht gut. Au. Das geht gerade nicht. Es wird wärmer. Okay, sehr gut. Muss hier nur irgendwie gerade eben ein bisschen mit dem Typen klarkommen. Ja. Yes. Bonk. Muss ich gegen euch beide kämpfen? Ich geh mal. Meine Situation hat sich nicht zwingend verbessert. Na, naja, zumindest ist jetzt kein Druide mehr dabei, aber der Typ ist gleich geblieben. Du darfst mich auch mal angreifen. Damit es fair ist. Sehr schön. Wunderbar. Sehr heiß. Oh. Dann ist er genau hier. Hier. Hier? Hallo? Da drüben? Oh, in der Kabine von Denwick. Also, nimm lieber ein Kaltgetränk. In der Kabine von Denwick ist noch ein Echo. Das ist gut. Da unten sind zwei Dudes. Gleich landet Dragon in Lava. Das wollen wir doch verhindern, dass ich das tue. Uiuiui, das war gefährlich. Also ich hoffe nicht, dass er in diesem Gang hätte sein sollen, weil ansonsten haben wir ein gewisses Problem. Du hast drei Kopfgeldjäger zusammen noch nicht bekämpft, oder? Ja, da ist so ein Dreierblock.
hier auf Nova Garen noch keinen. Ich zeig dir gleich nochmal das Bild. Schwurbel den noch schnell um. Das ist nicht das Bild. Oh je. genau. Die unten links, ne? Also das Bild offen, ja. Ja. Die unten links habe ich noch nicht. Fehlt da irgendwo ein Startpunkt? Es ist auch so seltsam. Ich verstehe auch nicht, wie was für eine Reihenfolge dahinter ist. Das ist die große Sache. 5, 13, 11. Wer ist denn 1? Ich finde es auch so seltsam, dass ich einfach nicht auf die Mitte zugreifen kann. Das ist eh das Merkwürdigste. Sie hätte in dem Gang sein sollen. Oh, oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wirkt hart, Buggy. Ja. Ich kann noch mal probieren, ob der Typ im Observatorium vielleicht noch mal spawnt. Vielleicht hat das Spiel nicht gerafft, dass wir den getötet haben. Weil er durch den Boden gefallen ist oder sowas. Wäre jetzt meine einzige Option im Moment. Weil alle anderen haben wir eigentlich ja normal getötet, nicht wahr? Au. Ich glaube, die Schmerzen wirst eher du allein, mein Freund. Nice. Schnibbel, schnibbel, schnibbel! Bam. Sehr schön. Gute Frage. Oh Gott. Das ist wenigstens ein Echo. Das wird spannend. Hui. Wir haben hier die halbe Inquisition gegen uns. Ja, und die halbe Inquisition ist jetzt gestunt durch einen Dude. Ah! Oh Gott, so viel Kram. Ah Gott! Wie? Au! Wie soll ich euch bekämpfen? Das ist aber bloß ein Mob, der hinter mir her ist. Ich brauche mein Großschwert. Ich wollte jetzt ja eigentlich mit ein bisschen anderen Stil noch ein bisschen kämpfen, aber ich brauche einfach mein Großschwert dafür. So, jetzt. Jetzt können wir hier mal ein bisschen arbeiten. Jesus. Du willst nicht, dass ich mit dir kämpfe. Du hast eine ganz falsche Vorstellung davon, was da passieren wird. Yes, das ist sogar ganz in Ordnung. Aber keine 100%. Ich meine, wir probieren es noch irgendwie zu lösen. Bam. Sehr schön. Yu Hong hast du schon. Yu Hong sagt mir jetzt gerade eben nichts, aber möglich wär's. Kip Otster, Mayor Kor, Raz, Get Mido, Selfin Yuke. Kilioso. Und die drei in der Mitte, da komme ich. Kann ich so drauf? Nee. Holokarte anzeigen. Toll. Achso. Ich wollte gerade sagen, tut gar nichts. Ich meine, warte mal, hat mich das jetzt in die eingestürzte Passage gebracht? Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Dass ich da draufklicke und das zeigt mir irgendwas. Holokarte zeigen, aber das hat ja bei Dings auch nicht funktioniert. Ja, ich meine, vor allem kann ich die halt eben auch. Ja, gut, das ist jetzt der Pailun Saloon, bloß unten drunter. Also das zeigt mir schon sie an. Funktioniert das vielleicht? Weißt du, ob es einen in der eingestürzten Passage gibt? Wo führt mich das genau hin? Eingestürzte Passage. Wäre schon komisch, oder? Na, vor allem die eingestürzte Passage ist halt unter
naja, unterm Außenposten. Jetzt nicht unbedingt unter dem... Das ist unter Doma. Oder eigentlich mitten im Nirgendwo. Ist schon komisch, ne? Wo wäre Skuva laut dieser Ansicht? Auch in der eingestürzten Passage. Das ist halt Blödsinn. Ja, dann ist das einfach bloß so ein Standardpunkt, wenn du nichts ausgewählt hast, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Was machen, wenn Spiel Buggy bleibt? Spiel neu anfangen. New Game Plus. Easy. So. Kleines Update zum Fuß. War ja nochmal beim Arzt heute. Und habe mich jetzt nochmal bis nächste Woche Samstag krankschreiben lassen. Will wieder komplett arbeiten. Traue ich mich noch nicht. Ja, klar. Ich meine, wenn es noch nicht wirklich verheilt ist, ne, dann bringt das ja auch nichts, ganz klar. So. Mein leichter Granatenwerfer von letzter Season hat jetzt die richtigen Perks. Jetzt brauche ich noch die verbesserten Perks, aber davon muss ich sie erst noch leveln. Okay, viel Erfolg. Dass du jetzt Destiny installiert, weil ich das Angeln sehr begeistert hat, willst du morgen dann beim neuen Dungeon mitmachen? Ja, easy. Let's go. So, hier haben wir noch ein Echo von der Inquisition. Oh. Sie haben Angst vor mir. Anzunehmen? Raserei. ISB-Offiziere stehen Kerl im Weg, während dieser rasend vor Wut Boat verfolgt. Die Offiziere haben Angst und sind angesichts der Wildheit dieses neuen Gegners alarmiert. Verständlich. Das ist, Kerl war da schon etwas ungehalten, sag ich mal. Hey, na also, dachte ich mir doch. Boat. Das war nicht die Abmachung. Ich habe ihnen die Position von Sir Jandas Versteck geschickt. Abmachungen ändern sich. Außerdem will ich nicht, dass sie abgelenkt sind. Nennen Sie es einen Notfall. Ich bin sicher, Sie verstehen. Sie Mistkerl. Beruhigen Sie sich. Wenn Sie mir Sir Janda ausliefern, verrate ich Ihnen, welcher Inquisitor Ihre Frau getötet hat. Falls nicht, töte ich Sie eigenhändig. Abmachungen ändern sich. Ja, das ist irgendwie so großer Teil des Imperiums, ne? Eine angespannte Diskussion zwischen Boat und Denwick. Der ISB-Agent tötet Boat mit dem Versprechen, ihm den Mörder seiner Frau zu nennen, falls er handelt wie befohlen. Tja, das hat wahrscheinlich dann auch nicht so funktioniert. Okay. Hier noch irgendwas? Nope. Na gut. Okay. Keine Sorge, mit meiner Hilfe bist du in kürzester Zeit ready für den Dungeon, was Power und als Ausrüstung angeht. Ja, das glaube ich. Glaube ich sofort. Möchtest du gegen Dragon auch mal ein 1 gegen 1 sein machen? Genau, Lini. Das ist, wir beide sind ein Team. Finde ich gut. Finde ich eine gute Sache. So, wie kommen wir zu Denwick hoch? An den Viechern vorbei, ja. Über diesen Aufzug, glaube ich. Au! Okay, irgendwas ist da sehr explodiert. Finde ich gut. Das sieht doch mal gar nicht schlecht aus. Aha. Oh, sogar zwei. Ui, okay. Es ist lange her, seit wir der Republik gedient haben. Ich dachte, sie wären tot. Was soll ich sagen? Sie haben mich gut ausgebildet. Vielleicht zu gut. Was kann ich für Sie tun, bevor ich die Wachen rufe? Nichts für mich. Aber ich habe jetzt eine Tochter. Und falls ihr sie beschützen könnt, lautet die Frage, was kann ich für Sie tun? Abmachung. Nachdem Boat mit seiner Tochter von Baron geflohen ist, geht er eine Abmachung mit seiner früheren Kontaktperson, Lank Denwick, ein. Verspricht, alles für Cutters Sicherheit zu tun. Ja, das ist ja aber vornherein schon ein großes Problem gewesen, ne? Das ist aber, warte, das ist super weird. Dass das jetzt 4,55 ist?
Das habe ich ja die ganze Zeit gesucht und ich dachte, das müsste ja irgendwo noch auf Dingens hier sein, auf Kobo sein. Weil das ist doch die erste. Das ist doch das Erste, was er gemacht hat. Weil in 452 wurde er doch schon in Kerls Gruppe durch Denwick eingeschleust. Okay, das ist eine super seltsame Verteilung. Aber ey, wenigstens haben wir es gefunden. Na, immerhin. Und hier noch irgendwas. Wahrscheinlich Inquisition. Ihr seid es. Oh, hohoho. Ja, Denwigs Schicksal. Okay, das war das Letzte, was er gesehen und gehört hat. Denwigs Niederlage ist besiegelt. Und er wird endlich erledigt. Okay. Puh. Huiuiui. Nach der Inquisition, ja. Okay. 93, 85. Noch nicht komplett. Hier fehlt wahrscheinlich noch eins, schätze ich mal. Wo könnte das letzte sein? Da hinten? Nee, da sollte es nicht durchgehen, oder? Ah, hier geht es durch. So wie hier ist. Au, das letzte Mal reingekommen? Ich dachte, wir sind durch die Decke gekommen. Wir sind auch durch die Decke gekommen. Aber hier sind wir auch nochmal reingekommen. Och nö. Ai. Okay. Du darfst mich einfach in Ruhe lassen. Natürlich nicht. Achso, ja klar, im Hangar ist noch was. Ah, hier geht es durch. Jetzt will ich aber nicht durch. Ja, richtig. Es geht so schnell, wie sich die Meinung ändern können. Au. Ah, Mann. Flammenwerfertypen, ne? Oh, ich bin beinahe tot. Schalte die Licht aus. Okay. So, du machst erstmal gar nichts. Hier ist auch nichts. Au. Die Frage ist natürlich, gibt es hier noch Sachen von Bow zu finden? Schwierig. Gut, jetzt sind wir so gesehen auf dem Rückweg, meine ich. Das heißt, wir finden gleich das im Hangar. Ja, sehr gut. Ja, das sieht eher nach Inquisition aus. Sieht nicht so aus, als gäbe es Überlebende. Und der Jedi? Keine Spur von ihm. Suche, okay. Auslöschungstruppler durchsuchten nach der Übernahme die Basis, mit der strikten Anweisung, das Gebiet zu überwachen und den Jedi zu finden. Sollte er noch da sein. Okay. Interessant. Yes. 100%. Wunderschön. Boat 85%. Ja, ich meine, wir haben halt überhaupt keinen Anhaltspunkt jetzt, wo diese Sachen sein können, wenn das so durcheinander teilweise ist. Wir können jetzt bloß davon abschätzen, wo waren wir und wo waren wir nicht. Jetzt waren wir hier in der Anlage überall, meine ich. So. Guten Abend, Pidon. Willkommen zu Steam. Schön, dass du dabei bist. Wie weit bist du mit den Trophäen? Trophäen habe ich mir tatsächlich gar nicht genau angeschaut. Da müssen wir theoretisch auch nochmal drauf schauen. Ich denke schon mal ziemlich weit. Ich denke, ein paar Sachen abgeben, noch die letzten paar Sachen finden und sowas werden mir auch noch viele geben. Aber ich muss da nachher mal einfach reinschauen. Ich bin jetzt gerade eben eher am ein bisschen abgehen von letzten Datenbankeinträgen noch. Wir haben noch ein kleines Problem mit Kopfgeldjägern, weil die scheinbar ein bisschen buggy sind. Willst du mich vielleicht nicht verfolgen? Dann würde ich... okay. Ja. Okay, danke schön. Hat vorhin seine erste bekommen. Nein, Aufzug. Dass er erst warten muss, bis der Aufzug komplett steht, bevor er nutzbar ist. Das ist immer ein bisschen ärgerlich.
Ich schätze einfach mal, dass die Boat-Sachen hier dann fertig sind. Ich muss es schätzen. Waren wir jetzt in irgendeinem großen Gebiet noch nicht? Eigentlich nein, ne? Wir sind jetzt überall mal durchgelatscht und in seinem Raum war was. Bei Denwick war was. Ich denke, das passt. Müsste mal schauen. Gute Frage. Ich sag, das passt erstmal. Ich wollte noch im Moor von Kobo schauen, ob es da was gibt. Ah, zerstörter Mond. Es ist so seltsam, dass es keine Nachricht auf dem zerstörten Mond gab. Jeddah. Ich wollte nochmal nach Jeddah. Da könnte ich mir auch nochmal vorstellen, dass es irgendwo eine Notiz gibt. War nicht gut, aber ich vermisse ihn trotzdem. Schien ein netter Kerl zu sein. Er war sehr weise. Aber am meisten wird mir seine Güte im Gedächtnis bleiben. Mir tut BD leid. Er ist so lange getrennt. Und jetzt ist Cordova für immer fort. Es ist okay, Kumpel. Auch er hat eine neue Familie. Jo. Ich habe mittlerweile Jedi Fallen Order und Jedi Survivor auf Platin. Ey, nice. Glückwunsch. Sehr, sehr cool. Glückwunsch dazu. Bei Jedi Fallen Order kann ich tatsächlich gar nicht sagen, was ich auf PC hatte. Aber ich glaube, ich hatte alle Trophäen auf Steam. Gab's das auf Steam? Nee, es gab's auf, wie heißt denn das? Origin. Ich habe es zumindest komplett abgeschlossen gehabt und Survivor probieren wir gerade. Aber wie gesagt, Glückwunsch dazu. Starke Sache. Ich könnte dir ein Bild schicken und du guckst mal, ob da jemand ist. Gerne. Machen wir so. Auch sehr gern. Hau raus. Ja, wir müssen jetzt irgendwie den Anfang finden. Ne? Es kann sein, dass irgendwo einer gespawnt ist, den wir jetzt finden müssen ohne Tipp. Das wäre möglich. Und diese 5, glaube ich, die wir jetzt gerade offen haben, ne, die wären gerade möglich. Halls of Renvel. Oh ja, Jeddah, perfekt. Waren wir da nicht erst kürzlich? Hallen von Renvel. Gut, vielleicht ist er jetzt gespawnt, ne? Aber das hatten wir ja vor nicht allzu langer Zeit noch. Wo ist das denn? Da? Singende Ruinen? Irgendwo dort in der Nähe. Zufluchtstempel? Ne, es ist nicht der Zufluchtstempel, aber es ist davor. Ausgangspantheon. Ausgediente Brücke. Grab von Urm. Ne, es ist nicht Grab von Urma. Oh, das ist da hinten. Richtig. Hier? Archiv? Nee, es ist Archiv. Es ist gar nicht mal so leicht, den zu finden. hier, die Hallen von Renvel. Und dort soll er... Das ist... So. Dann hier. Hier so. Hier so? Hier so, glaube ich, ne? Ja, da so. Da soll er sein. Okay, können wir mal reinschauen. Ich wollte hier in der Basis nochmal gucken. Das ist ein Echo! What? Verdammt. Unfassbar, wie blind ich gewesen bin. Ich weiß, wie ich ihn auf meine Seite ziehen kann. Es ist so offensichtlich. Der arme Kerl ist verliebt. Blind. Deswegen hat er auch die ganze Zeit so gestochert mit, oh ja, was ist mit dir und Marin und so vielleicht? Boat erkennt endlich, dass Kerl etwas von Marin empfindet. Und gleichzeitig wird ihm klar, wie er das gegen ihn einsetzen kann. Ja, aber es hat nicht funktioniert, oder? Also er hat nicht wirklich viel damit gemacht, außer so gesagt, ey, ne? Okay, letzter Punkt. Es fehlt noch ein Punkt. Gut, dass wir nochmal hier waren. Das war ein bisschen doof, dass ich das nicht gesehen habe. Ist auch ein bisschen weird, dass es dort war. Hm.
Aber eigentlich hättest du auch die Aufgabe für die drei im Gang schon bekommen sollen. Okay. Na, komische Frage. Ich spiel gerade auf Oldschool Burnout Paradise Remastered auf der PS5. So krasse Erinnerung, okay. Ja, klingt nice. Das ist immer schön, wenn man dann gute Erinnerungen an so ein Spiel hat und es dann nochmal angeht. Oder gerade eben dann auch ein neues Remaster oder so davon hat. Ist immer schön. Ich wollte eigentlich zu dem Aussichtspunkt. Wo war denn der? Da hinten, ne? So. Wie fandest du den letzten Bosskampf? Er war cool. Er hat storytechnisch war er halt eben leider sehr traurig, ne? Aber cool gemacht. Ich hatte das Gefühl, die Bosse davor, gerade Dagon Gera und halt vor allem auch Vader, ne, haben Boat so ein bisschen überschattet. Meiner Ansicht nach, ja, war das ein bisschen nicht ganz so spannend. Der Bosskampf war hart. Aber ich denke auch, die beiden anderen waren ein bisschen härter vom Kämpfen an sich. Das war cool inszeniert, so muss man sagen. Das ist auch nicht das, was ich suche. Da drüben. Welche Schwierigkeitsstufe spielst du? Jedi Meister. Also vorletzte. Es ist doch dort hoch, glaube ich. Weil das hier führt mich bloß raus. Der Imperator hätte auftauchen müssen. Das wäre interessant gewesen. So. Doch ganz am Ende. Du meinst, wo er ihn dann mit der Liebe bekommen hat? Ich meine, ich weiß es nicht. Was ist wirklich was dann mit Maren theoretisch zu tun hatte? Ist das jetzt richtig? Ich glaube schon. Ich komme hier nicht klar mit dieser Station, wo es wo rausgeht. Deutschland hat das Viertelfinale geschafft. Wir sind im Halbfinale. Ey, nice one. Zuerst sah es gar nicht mal so gut aus, ne? Aber dann hat es jetzt doch echt gut funktioniert. Sehr schön. Der hatte sie doch im Machtgriff gehabt. Ach so, das... Ja, das ist richtig. Stimmt. Das ist schon richtig. Aber das war so gesehen ja mehr eine Kampftaktik. Aber was er ja eigentlich machen wollte, ist ihn ja einfach auf seine Seite ziehen. Dass er halt eben mitzieht mit dem Ganzen. Und das war da ja eigentlich schon länger vorbei. Aber ich meine, ist richtig. Damit hat er ihn auf jeden Fall getriggert, aber das hat eher negative Konsequenzen für Boat gehabt. Nee, das ist nicht hier. Das ist oben dann. Yep. So sieht man sich wieder. Hi, Maren. Ich gehe vor. Das ist schön. Triff dich im Inneren der Basis. Okay. So. Chief Palpatine. <Ja. lacht> Ich wollte auf diesen kleinen Aussichtspunkt, wo sich die ganze Gruppe getroffen hat. Hier? Weil vielleicht ist da nochmal eine Erinnerung an Boat. Der Weg sollte wohl auch etwas schwerer sein. Zu dem Typen. Ja, ich muss mal gucken. Der ist halt so mitten in diesen Ruinen drin. Ne? Das ist ein bisschen schwierig, da hinzukommen. Boat, 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 Boat. Kein Boat. Schade. Das wäre zu schön gewesen. Das wäre nochmal der letzte Punkt gewesen, wo ich... Au. Wo ich eine Ahnung gehabt hätte. Ja, dann fehlt tatsächlich eine Erinnerung an ihn. Oder ein Machtecho. So muss man sagen. Wir müssen jetzt mal an den Dings kommen. Ich versuche mich mal so nah wie möglich ran zu teleportieren. Und dann gucken wir mal. Mit dir hatten wir ja alles schon durch, ne? Ich habe eure Rückkehr erwartet, Gebildeter. Tja. Dann bist du recht weise, aber ich bin genauso schnell wieder weg, wie ich da war.
Okay. Hier vielleicht noch irgendwo im Raum? Ja. Ich dachte, dass irgendwo auf Jeddah vielleicht noch was ist. Wüstenkamm, Ausgangspantheon, pfeifender Abhang. Nee, das ist schon zu weit. Wir müssen hier rüber. Hallen von Ranvel? Ja, schon, ne? Ja, genau. Dann sind wir jetzt etwas weiter. Dann müssen wir jetzt einfach ein bisschen zurück. Das sollte funktionieren. Gucken wir mal. Nee, wir müssen voran. Oh. Ist es so simpel? Halt. Ist nicht so simpel, wenn wir den falschen Weg gehen. Chup, chup. Hui. Hier sind keine... Na, verdammt. Ich wollte gerade sagen, hier sind keine Sturmtruppler. Aber hier sind Sturmtruppler. Und hier oben müsste ja sein. Ne? Deswegen... Verdammt. Wie kann man das lösen? Gute Frage. Welchen Kampfstil fandest du am besten? Die Parierstangen. Mega, mega witzig, die Parierstangen. So der Großschwertstil, wie ich ihn getauft habe. Der macht viel zu viel Laune. Ich mag eigentlich alle. Ich denke, den einhändigen oder den Einschwertstil habe ich am wenigsten gespielt, aber der war sehr witzig, die Parierstangen. Sieht schlecht aus. Ich denke mal, er sollte hier oben gewesen sein. Puh. Oh je. Oh je, oh je. Sehe ich genauso. Ah, sehr schön. Bin ich nicht der Einzige. Aber ich meine, Big Bonk ist immer witzig, ne? Gibt ja leider keinen Gunland-Stil. Hm, nee, noch nicht ganz. Müssen wir noch auf ein paar Star Wars Spiele warten, bis bis der Gunland-Stil rauskommt. Samstag komme ich ja später dazu, dass das zweite Heimspiel beim Football gibt. Ah, sehr cool, nice. Dann da auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß. Ich drück die Daumen für ein gutes Match. So, ba. Möchte ich hier noch irgendwo hin? Ich glaube nicht. Hier müsste der von unten, dritte Reihe ganz rechts und zweite Reihe der erste sein. Wir schauen nochmal rein. Ich drücke ständig die falsche Taste. Hier müsste der von unten, dritte Reihe ganz rechts sein. Okay. Und zweite Reihe der erste sein. Und die beiden haben wir beide nicht. Haben wir beide nicht. Puh. Wir haben die zwei Robos in der Mitte platt gemacht. Gute Frage. Ich bin gespannt, wie viel ich am Samstag vom Stream noch mitbekomme. Warte, wieso? Also sind die fünf nur zwei Orte? Ach, das sind mehrere? Ach, du bist Samstag nicht da. Ah, okay, ja. Stimmt, richtig. Da war was. Da hatten wir ja nochmal drüber geredet, stimmt, und dann war es ja eigentlich Sonntag, aber jetzt ist doch wieder Samstag, richtig, jetzt kommt es mir. Bombe am Saufen. Die drei unten sind im Gang vorhin und die anderen beiden hier. Oh, okay, interessant. Das sind dann alles, also, das ist ja auch komisch, ne? Weil normalerweise haben die ja immer bloß Begleiter dabei, aber keine wirklichen Kopfgeldjäger. Was ich meine. Das ist ja schon spannend, dass die dann tatsächlich dort mit dabei sind.
Am Anfang nur du und Garuga im Stream, der Rest trudelt da später ein, ne? Ich sehe das schon, ne? Muss mich dort weiter durch die Absinthkarte probieren. Sehr gut. Okay. Dann probieren wir es nochmal. Probieren wir es nochmal bei dem Okular. Oder bei der großen Basis. Wer war bei der großen Basis? Kannst du oder siehst du, welche Kopfgeldjäger auf Kobo? Bist du bereit, Kumpel? Bei dem Observatorium sein soll. Kurs auf das beste Wasser noch von Kobo. Ich vermisse Sia. Ja, ich auch. Wer war das? Eine Freundin von uns, Kleine. Sie ist fort. Oh, es tut mir leid. Sia hätte dich sehr gemocht, Kleine. Hm. Sie war was Besonderes. Ja, das war sie. Auf jeden Fall. Wie gesagt, vielleicht, weil der war schon sehr buggy. Das muss ich immer noch sagen. Also vielleicht der im Observatorium, vielleicht wird es der sein. Wir erreichen gleich unser Ziel. Vielleicht wurde der einfach nicht gezählt, aber... War das der runtergefallen ist? Ja. Das war der. Weil das war halt so, wir hätten ihn eigentlich nicht bekämpfen sollen. Er war dort einfach irgendwie gespawnt, ne? Deswegen, weil wir hatten ja auch keinen Auftrag für ihn. Das war so das Seltsame dran. Meine Mutter hat es auch geschafft, mich zu überreden. Deswegen bekomme ich morgen lila Haare. Oh, okay. Klingt nice. Wo die letzte Boat-Aufzeichnung ist, ist auch noch eine gute Frage. Jetzt fehlt echt noch einmal Boat, einmal Fisch und dann die ganzen Kopfgeldjäger. Selfin-Juke. Das kann gut sein, ja. Das kann sehr gut sein, dass es sein Name war. Der da. Möglich. Ich kann bei ihm leider nicht. Ich meine, wir haben ihn besiegt. Das ist komisch, ne? Also wir haben ihn besiegt. Komm rein, setz dich an die Bar. Aber... Haben wir ihn wirklich besiegt? Kannst du nicht mal ein anderes Schiff holen? Ich finde das, in dem du da fliegst, sieht so weird aus. Die Mantis ist cool. Du sagst nichts gegen die Mantis. Unfassbar. Ich mag die Mantis. Weil wenn das wirklich bloß... Sollte auch eigentlich nicht das Problem sein. Okay. Also der ist nur so ein Nebentyp. Ich meine, wer wäre... Aber gut, wir haben halt alle erledigt, ne? Aber du meintest die drei unten? Also... Die drei unten sehr schnell bekommen solltest. Ach so, okay, ja. Ja, guck mal, das ist auch 1, 2 und 3. Ja, okay. Die drei unten und dann die beiden sind dort. Ja, okay. Puh.
Was können wir da tun? Sind wir einfach wirklich irgendwie, warum auch immer, gesoftlockt daraus? Das ist ja auch weird. Weil wir sind jetzt die beiden Gebiete abgegangen, wo die restlichen sein sollten. Und das sind wirklich bloß noch die Gebiete. Dann bin ich mir gerade nicht sicher. Dann müssen die tatsächlich ja spawnen. Dafür müssen wir mit Cage reden. Ich wüsste nicht genau, wie ich Cage nochmal triggern kann, um mit mir zu reden. Aber jetzt sagt sie ja auch gar nichts mehr, weil sie mir so gesehen ja jetzt alle anderen Sachen auch gesagt hat, ne? So die Nebensachen. Kann man das einfach wirklich verpassen? Das wäre aber so seltsam, ne? Nach New Game Plus hast du bestimmt 100%. Vielleicht. Ach was, wer glaubt's? Cage, rede mit mir! Keine schlechte Auswahl. Sagt Cage überhaupt noch irgendwas? Du machst Witze, oder? Ich meine, wenigstens. Nicht, dass ich komplett buggy ist. Ich mach bei meinen Preisen keine Kompromisse. Niemals. Kann auch sein, dass der Fehler, dass der Fehler ist, dass du den einen oben schon hast. Oh. Möglich. Oh, also meinst du hier, Kili? Kili Oso? Meinst du ihn? Habe ich ihn zu schnell freigeschalten? Und dadurch kann ich jetzt die anderen nicht triggern? Das wäre natürlich uncool. Ja. Wäre gruselig. Aber wen habe ich dann aus Versehen getötet? Dass es dann nicht mehr weitergeht. Könnte sein, dass man eigentlich die unten erst machen sollte. Möglich. Dass ich mich da dann rausgelockt habe. Das wäre doof gewesen. Ja, könnte sein. Nun muss man schon aufpassen, wen man killt. Naja, es kann sein, dass ich den irgendwie blöd freigeschalten habe. Und dann hat das Spiel nicht geblickt, was hier abgeht. Seth and Juke. Weil also, es war noch ein anderer Typ in der Wüste, den ich getötet habe, der nicht verzeichnet war. Da bin ich mir zumindest relativ. Oder war der verzeichnet? Ich weiß es nicht mehr. Aber der ist mir aus Versehen über den Weg gelaufen. Das war in Jeddah. Wo war das in Jeddah? Das war hier. Wüstenkamm. Hier, Pfad der Wiederherstellung. Oder? Ich glaube, beim Pfad der Wiederherstellung. Hier hinten war einer. Hier so. Auf Jeddah. Den habe ich getötet, obwohl ich, glaube ich, keinen Auftrag für den hatte. Aber der hat mir einen Puck gegeben, da bin ich mir relativ sicher. Aus Versehen gekillt, passiert mir in MH ständig. Nicht, dass der vielleicht falsch gespawnt ist und mir dadurch dann irgendwie alles durcheinander gebracht hat. Weil das war auch schon komisch, dass der dort war. Ich meine zumindest, ich hatte keinen Auftrag für den. Und dann halt der eine Typ, der vom Observatorium gefallen ist. Aber wenn der keine Probleme machen sollte, vielleicht war es der dann mit dem Problem. Aber da konnte ich nun wirklich nichts dafür, wenn das Spiel den einfach spawnt. Dann ist natürlich die riesengroße Frage. Es ist doch merkwürdig, dass es bei der Reihenfolge irgendwie Probleme gibt. Ja, irgendwas ist da durcheinander gekommen. Das zu 100%. Irgendwas ist da auf jeden Fall durcheinander gekommen bei denen. Da ist es ganz, ganz klar.
Deswegen hatte ich ja eigentlich auch die Hoffnung, dass wir jetzt vielleicht irgendwo wieder drauf zugreifen können, weil wir dann halt einen anderen töten, der jetzt vielleicht einfach nur gespawnt ist, ne? Guten Abend, Saru. Willkommen zu Steam. Schön, dass du dabei bist. Weil das Problem ist halt tatsächlich einfach, dass die Typen erst spawnen, wenn Cage dir den Auftrag dafür gibt. Das ist das wirklich große Problem, weil ansonsten hätte Garuga jetzt ja einfach nachschauen können und das dann ja einfach dass wir die dann einfach wieder erledigen, ne? Es gibt hier keine, na gut, aber das wäre ja ewig her, ne? Ich wollte gerade sagen, es gibt hier keine Speicherstände, die man laden kann. Ist aber ein bekannter Fehler, wie ich sehe. Oh, okay. Das passiert häufiger. Das ist doof. Ja, dann ist irgendwas da durcheinander gekommen mit den Spawns. Irgendeiner von den Typen hätte nicht spawnen dürfen. Wir haben ihn trotzdem getötet. Dadurch haben wir den krassen Dude freigeschalten. Und jetzt spawnen die anderen nicht mehr, um den anderen krassen Dude freizuschalten. Ne? Passiert sehr vielen, dass sie nicht spawnen. Oh, okay. Das ist echt doof. Gibt's da irgendeinen Weg dran vorbei? Weil ansonsten müssen wir echt New Game Plus starten. So. Ich bin noch gar nicht gut in dem Haar. Warum haben Leute Probleme mit der heutigen Event? Fand die nicht so schlimm? Ich meine, du bist erstmal sehr gut in dem Haar. Du benutzt sehr starke Waffen im Haar. Das sind schon mal zwei krasse Sachen. Und vielleicht liegen dir die Monster einfach? Ich meine, du darfst auch nicht vergessen, dass du jetzt die ganze Zeit besondere Events gemacht hast. Oder besondere Monster. Vielleicht liegt es daran. Meine Frage, da du Hitman gekauft hast, ist es bei Juni soweit geblieben, wo wir Sneak Peek machen können? Mir schwebt am liebsten ein Freitagsslot vor, keine Ahnung, ob immer voll sind. Es ist bei Juni dabei geblieben, dass man mal schauen kann, ob ich überhaupt Zeit für irgendwas habe. Ich hätte nie Juni sagen sollen. Weil das Einzige, was ich immer gesagt habe, ist, Juni ist mal der Punkt, wo ich vielleicht mal wieder etwas Luft habe. Aber nicht, dass wir Juni tatsächlich irgendwas machen können. Ich habe noch zwei Sachen. Es liegen noch jede Menge Sachen so nebenher offen. Ich würde gerne mal irgendwie wieder einfach was anderes machen, außer neue Projekte. Deswegen, ich kann noch nicht sagen, ob das Juni wird, aber Juni wäre am ehesten mal wieder eine Möglichkeit dafür. Aber wir haben noch zwei Sachen vor uns, deswegen wird das so schnell nicht gehen. Ich werde Bescheid sagen, sobald es soweit ist. Und ich werde es dann... Wir werden es dann wieder aktivieren. Hat es dummerweise nicht in die Frage gepackt. Wie gesagt, passt. Also, wie gesagt, Juni wäre mal eine Möglichkeit, dass es sowas passieren könnte. Gut. Hätte es 2030 sagen sollen. Ja, ich weiß aber nicht, was 2030 alles rauskommt. Das ist das Gefährliche dran. Das heißt, wir können die Kopfgeldjäger nicht mehr erledigen. Doof. Sehr, sehr doof. Wir können erstmal die ganzen Sachen bei Doma kaufen. Das ist echt doof. Es gibt wahrscheinlich New Game Plus starten und hoffen. Ich meine, es würde so lange dauern, bis wir in New Game Plus dort wären. Ich werde keinen weiteren 20-Stunden-Run starten dafür. Ich kann nicht glauben, dass Grog weg ist. Kanntest du ihn, Cal? Nicht sehr gut. Du? Ja, unser Verhältnis war ein wenig getrübt. Der Narr wollte mir immer irgendwie schmeicheln. Er war unverbesserlich. Aber jetzt, wo er fort ist, vermisse ich seine Besuche. Hab's ihm nie gesagt. Das Gefühl kenne ich. Wirklich? Ja. Ach, was für eine Galaxis. Du hast ein scharfes Auge für gute Ware. Wirklich? Ja, aber die Ware ist nur ein Teil des Kaufs. Du kaufst auch, was dahinter steckt. Was meinst du damit? Jedes Objekt hat eine Geschichte, die es von Besitzer zu Besitzer trägt.
Die Geschichte ist in jedem Objekt und hat dadurch Bestand. Mhm. Das gilt für eine angeschlagene Tasse ebenso wie für einen fettigen Handabdruck auf einem Handtuch. Sie erinnern daran, dass andere schon früher da waren. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist korrekt, aber möchte ich unbedingt ein Handtuch mit einem fettigen Fingerabdruck kaufen? Das ist so das Ding, worüber wir nicht geredet haben. Das habe ich nur für dich aufgehoben. Kaufrausch! Na also, alle Sachen bei Doma gekauft. Wunderschön. Da gibt es wohl aber auch irgendwelche Probleme. Die Kopfgeldjäger im New Game Plus zu finden? Oder generell im New Game Plus? Wieso gibt es überall Probleme? Jesus. Irgendwie merkt man, dass ich die Regenbogenfarbe sehen will, so ein bisschen. Ich kann es dir aber nicht verübeln. Klingt schon sehr cool. Ich würde es ja machen, wenn wir dadurch dann halt nicht durch die ganze Story erstmal durchrattern müssten. Dann würde ich ja schnell ins New Game gehen, ne? Ja, auch irgendwie mit dem Laden von denen oder so. Oh, okay. Ich bin neugierig, Cal. Wie haben sie weitergemacht, nachdem es den Orden nicht mehr gab? Eine Weile habe ich mich versteckt. Bei der Schrottsammlergilde auf Bracca. Wirklich? Erzählen Sie mir davon. Wir haben Sternenschiffwracks ausgeschlachtet. Hauptsächlich Großkampfschiffe aus den Klonkriegen. Oh, sie hatten sicher große Angst, entdeckt zu werden. Ja, aber ich habe einige gute Freunde gefunden. Es war ihnen nicht klar, aber in ihrer Nähe habe ich mich einfach sicherer gefühlt. Sind sie noch auf Bracca? Ja, das könnte man sagen. Wir reden später. Machen Sie weiter. Machen wir so. Okay, ja, das heißt, es ist irgendwie alles einfach sehr komisch mit dem... Sehr schön. Mit dem... Wir können auch versuchen, zu dem oben rechts zu gehen. Okay, ja, das können wir machen. Das können wir natürlich machen. Vielleicht können wir den dann einfach irgendwie skippen. Also du meinst den, nicht den. Schätze ich mal. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, oben. Genau. Okay. Passt. Sag mir eine Richtung und ich probier's. Vielleicht ist er ja gespawnt, ja. Way. Interessant. Vielleicht können wir es ja so umgehen, ja. Wäre ein bisschen seltsam, aber eine Chance ist da, dass es funktioniert. Auf Kobo, okay. Er ist auf Kobo. Wo auf Kobo? Oh. Okay. Oh, in den J-Baracken. Okay. Ich meine, da waren wir das letzte Mal, ne? Und da war nichts. Von dem her... Ich glaube mal nicht dran, dass der dort sein wird. Weil wir das ja erst das letzte Mal zu 100% gemacht haben. Dazwischen haben wir keinen Kopfgeldjäger erledigt. Vielleicht haben wir einen erledigt. Ich probiere es nochmal. Aber ich gehe erstmal nicht davon aus, weil wir das, wie gesagt, ja erst letztes Mal hatten. Das links, dann rechts, dann zweimal droppen. Ah, okay. Jetzt weiß ich Bescheid. Wäre cool, wenn der auftauchen würde, aber wie gesagt, ich bezweifle es gerade eben. Ist schade. Ich hatte gehofft, dass er vielleicht irgendwo ist, wo ich noch nicht war. Die Hangarsparren? Nee, Kern. Müsste der Kern sein, ja. Wo da am schnellsten hinkommt. Kern und dann einmal quer durch. Ah, das ist echt doof, dass sie so blöd spawnen. Dass du da kaum eine Chance hast. Tragisch.
Das Licht. Warum ist es hier immer so hell? Vielleicht haben hier die Tiere die restlichen gegessen, weil ja, du weißt ja, wie die jetzt, wie die jetzt wieder bekommst. Richtig. Wobei ich das eigentlich gerne hinterlassen würde. Das dann zu bekommen. Muss für alle Achievement Hunter sehr frustrierend sein. Ja, definitiv. Vor allem, dass es halt bisher auch noch nicht gefixt wurde, ne? Oder funktioniert es dann vielleicht bloß dort? Das ist auf dem großen Gelände. Ja, da war der andere Kampf, ne? Das war kein Kopfgeldjägerkampf. Da bin ich mir relativ sicher. Das ist der Kampf mit... Au. Das ist der Kampf mit den zwei Kampfpanzern dort. Bonk. Druidika! Lass mich in Ruhe, Druidika! Yippie! Ja, das ist definitiv kein Kopfgeldjäger hier. Das ist einfach der Kampf. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass der Kopfgeldjäger nicht einfach nach diesem Kampf spawnt. Das wäre sehr weird. Deswegen wird das wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Schade. Und dass es echt auch keine Möglichkeit gibt, das jetzt irgendwie zu klären. Ne? Neu formieren. Irgendwo ist das Spiel da falsch abgebogen und dann war's das. Oh. Oh, wait. Nein. Au. So, runter mit euch. Oh mein Gott, als ob er mich so lange abgelenkt. Schützen im Hintergrund sind das Schlimmste überhaupt. BX-Druiden allgemein sind das Schlimmste überhaupt. Oh, ist der eine runtergebackt? So, jetzt aber. What? Der überlebt das sogar. Au. Darf ich mich bitte heilen? Dankeschön. Oh weh. Irgendwie kommst du ein bisschen früh. Der eine Dude ist noch gar nicht tot. Du kannst uns nicht alle aufhalten. Hierher. Aha! Bonk. Ja, es ist one-hitted sie nicht, das ist die Sache. Aber man kann einen freien Schlag setzen. Das ist schon mal sehr angenehm. Aber leider kein One-Hit. Jetzt bitte! Yes. Yep, da ist nichts. Ich treffe ihn nicht. Okay. Okay. Puh. Keine Kopfgeldjäger für uns. Schade. Das hätte mich doch noch interessiert, die Platz zu machen. Ja, hatte keine Lust mehr zu kämpfen. Für heute reicht's. Es gibt halt auch keine schnelle Methode, das jetzt irgendwie zu lösen, ne? Die einzige Methode wäre halt tatsächlich New Game Plus anfangen und hoffen, dass sie nicht buggen. Oder
Hier sollten zwei Gegner sein, wenn der, und dann erscheint der, wenn du sie besiegst. Okay. Ja, nee, da müsste ja dieser Kampf hier nicht mehr da sein, ne? Die wären ja dann gerade eben weg. Hm. Wie gesagt, die beste Methode ist tatsächlich das Spiel nochmal starten und hoffen, dass es funktioniert. Und das ist, sagen wir jetzt mal gelinde gesagt, nicht unbedingt die angenehmste Strategie. Und bei aller Liebe zu dem Spiel, aber yeah, das müsste jetzt im Moment nicht sein. Gibt es auch New Game Plus Plus, nur falls New Game Plus auch buggt, ja. Ich schätze, wir werden es herausfinden. Könnte doch irgendwas dazu kommen, was das Problem entfernt. Ich meine, das ist richtig, ja. Spielst du auf PS5 oder PC? PS5. Leg alle deine Was normalerweise die bessere Version ist, aber nicht heute. Möglich, vielleicht kommt ja nochmal ein Patch, dass es irgendwie fixt. Wir können mal die Augen offen halten. Ich meine, ab und zu nutzen wir ja die PS5 oder nutze ich ja die PS5. Da kann ich ja gucken, ob irgendwas passiert. Das sind Mods, die das fixen. Auch keine Option. Nee, das nicht. Aber ich weiß auch nicht, wie schnell da Mods kommen, die sowas dann fixen werden. Vielleicht schon schnell, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie flink die da sind. Die Mod-Hersteller. Ja gut. Dann hat sich das leider erledigt. Ich meine, wir haben letztes Mal ja schon gesehen, dass es scheinbar Probleme gibt mit Cage, ne? Wäre ja schön gewesen, das zu lösen, aber wenn sich da nichts tut, dann typischerweise abhängig, wie beliebt das Spiel ist. Ich meine, das ist richtig, ja. Lavaspalte? Nee, verwüstete Ansiedlung, glaube ich. Wenn es um Kleidung entfernen und Quality of Life geht, geht es meistens sehr schnell. Ich meine, kommt auch auf das Spiel drauf an, aber ja. Na gut. Dann, ja, gibt es eigentlich nicht mehr so viel, was wir machen können. Müssen wir tatsächlich Scuba jetzt noch finden. Eine Seite sagt, dass die Entwickler davon wissen und versuchen, da was zu machen. Okay, okay, das hört sich ja auf jeden Fall schon mal gut an. Ich meine, wenn dran gearbeitet wird, ne, dann ist es ja auf jeden Fall schon mal gut. Dann kann man ja darauf hoffen. Tut die Lava weh. Wir werden es nicht herausfinden können, weil sie zu tief ist. Ich wollte hier noch gucken, ob es hier noch irgendwie eine Boat-Message gibt. Weil da fehlt ja auch noch eine. Aber ja, dann müssen wir einfach mal schauen. Müssen wir die Augen und Ohren offen halten. Und vielleicht entdecken wir ja was. Oder vielleicht entdecken die Entwickler was wir tun können. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, Garuga, fürs Nachschauen, fürs Versuchen, es irgendwie zu lösen. Sehr, sehr lieb von dir. Ein Versuch war es wert. Hier ist Boat zu uns gestoßen. Ich dachte vielleicht, dass es hier dann nochmal die letzte Nachricht von ihm gibt. Scheinbar nicht. Doof. Wo könnte die letzte Nachricht von ihm sein? Das ist jetzt noch die große Frage. Der erste Skyrim-Mod, den es gab, war Spinnen mit Bären dass Spinnen mit Bären ausgetauscht wurden. Oh, okay, okay. Ja, ich meine, ist auch gut, ne? Ja, Aquarienfische. Da fehlt der letzte. Boats Geschichte fehlt noch eins. Oh, die 465, warte mal, echt? Ich hätte es andersrum gemacht, ja. hast du eine Liste der Fische? Ja. Danach kam der Wegweiser Schilder leichter lesbar. Achso, danach kam der Wegweiser Schilder leichter lesbar waren. Okay.
Danach sehr viele. Danach kam alles. Ich habe eine Fischliste. Habe ich eine Fischliste? Die hatte ich gerade eben. Nein. Guten Abend, Wächter. Willkommen zum Stream. Schön, dass du dabei bist. Da. Der stachelige Hakenfisch, Großmaulfarr, blendende Rayfisch, fächerschwänziger La, fingerlippiger Garporn, der Kragenmolch, Glotzernkrabbe, der Miefisch, der Siefisch, Schlangenfisch und der klebrige Schleicher. Das sind die Fische, die wir haben. Gute Frage. Was wird das nun? Du hast gesagt, du spielst heute so lange, bis du die 100% hast. Ich meine, die möglichen erreichbaren 100%. Ich meine, ich kann auch so lange die Entwickler anschreiben, bis sie mir ein Spezialpatch bauen. Das könnte noch schwieriger werden. Deswegen, gute Frage. So. Dann haben wir hier alles und dann Boats Geschichte. Da fehlt dann noch eine. Die 451 dann wahrscheinlich? Nee, 451 ist das. Dann die 465, hä? Ja, tatsächlich. Aber wo soll die sein? Tennelore? Was wäre denn so das Letzte? Ui. Oder halt eben, oder halt eben doch noch auf der Basis. Gute Frage. Wundert mich ja echt, dass es hier nicht ist. Aber gut, wenn es die letzte ist, dann wäre hier ein bisschen komisch. Ja. Chill! Und irgendwo in der Wüste von Jeddah wäre halt auch komisch. Würde zwar Sinn ergeben ein bisschen, aber wäre trotzdem seltsam. Es gibt Krabben, Eier. Wieso sind Krabben Eier? Will ich's wissen? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Ich ziehe meine Frage zurück. Hast du den Follow-Mode eigentlich aus? Ja, habe ich aus. What? Okay. Das Spiel hat selber schon keine Lust mehr. Ha. Uns fehlen aber auch noch einige Trophäen, ne? Achso, ja, ist gerne alle Gegnertypen. Können wir ja nicht machen, ne? Suche mit BD1 ein entferntes Ziel. What? Aufklärung. Oh, kann ich das nicht mehr machen? Ich glaube, das kann ich nicht mehr machen, oder? Weil wir keine Ziele mehr haben? Das ist weird. Ich glaube, es gibt eh noch einige Trophäen, die ich aber nicht mehr holen kann. Heißt New Game Plus? Naja, irgendwann. Das ist super weird. Können schon, New Game Plus.
ich sehe, was ihr vorhabt. Ich würde es gerne machen. Ich würde es gerne machen. Aber nicht jetzt direkt. Nicht jetzt direkt. Regenbogenfarbe. Wie gesagt, es wäre schon cool, aber ich glaube, wir spielen einfach was anderes. Ja, ich würde noch die Sachen Reise laden. Ja, das ist halt das Problem, ne? Ich kann halt nur die Sachen laden hier. Wäre schön, wenn man mehr laden könnte. Also wir machen noch das fertig, was wir fertig machen können. Wie gesagt, wir holen noch den letzten Fisch. Die letzte Boat-Nachricht würde ich gerne noch holen. Und dann spielen wir noch Holotaktik und dann machen wir was anderes. Wir können gerne mal einplanen, relativ schnell New Game Plus zu machen. Für den Rest. Aber da bin ich mir selber noch nicht sicher. Was anderes? Es gibt andere Spiele? Verrückt, aber wahr. Es gibt tatsächlich noch andere Spiele. Ja, bei den letzten beiden Sachen bin ich tatsächlich echt überfragt, muss ich sagen. Was das jetzt angeht. Konntest du irgendwas zu den Fischen finden, Garuga? Das traurige Spiel ist doch noch gar nicht draußen. Wie gut, dass es mehr gibt. Ja. Dann würde ich den nämlich, weil, ich meine, wir waren überall. Scuva sollte eigentlich dort sein. Deswegen muss es irgendwo was sein, wo ich jetzt gerade nicht drauf komme. Deswegen kannst du es mir gerne sagen. Dann würden wir das noch schnell holen. Ah! Vogel. Wo könnte der sein? Kann ich irgendwo an einem weirden Ort. Weil gerade wegen den Erkundungssachen, ne, waren wir ja an so vielen verschiedenen Orten. Au! Voll meine Knöchel verletzt. Das ist schon seltsam, ist ihn nicht gefunden zu haben. Scuba war generell eigentlich immer relativ gut zu finden, ne? Da oben war er auch nicht, nee. Maximal irgendwo bei der Waldanlage, aber Ui. Beinahe runtergefallen. Da oben, Schon in der Lava geguckt. Wäre ein interessanter Fisch, den er da rauszieht. Der berühmte Lavafisch. Wahrscheinlich ist es sowas Blödes, ne? Irgendwo ein Fisch, wo du halt einfach gar nicht mit rechnest, dass dort ein Fisch sein sollte. Ich meine, er hat schon in den kleinsten Pfützen und sonst irgendwo Sachen gesucht, ne? Keine Ahnung, es gibt irgendwo ein Waschbecken auf Nova Garen, wo er dann jetzt angelt oder sowas. Zerstörter Mond vielleicht. Nicht das erste Mal, dass es einen Lavafisch gibt. Ich meine, das ist richtig. Aber er muss ja dann irgendwie ins Wasseraquarium, ne? Vielleicht ein Seefahrtrom, ja. Wir haben ein bisschen groß fürs Aquarium. Das ist ja das Problem. Wie gesagt, ich sag ja gar nichts gegen die Existenz eines Lavafisches. Ich sag eher, dass das Problem ist, dass wir den dann ins Aquarium packen werden. Das endet nicht gut für den Fisch. Was esst ihr da? Gar nichts. Wird geschrumpft. Trotzdem hält er das Wasser dann nicht aus. Das ist das Problem.
Er ist ja dann nicht für das Wasser gemacht, sondern eigentlich für Lava. Das ist das Problem. Packt er schon, ist ein heißer Boy. Sehr gut. Finde ich gut. Da unten gab es auch nichts zu Boat, ne? Der letzte Boat-Eintrag verwirrt mich auch noch so sehr. Ich glaube, da müssen wir dann eigentlich auch nachschauen. Könnte ich aber. Ich meine, das sollte keine Dings geben. Das sollte keine Spoiler geben. Dann schaue ich den nach. Boat Story, genau. Boat Secret Postgame Force Echoes. Ja, gibt es da eine Liste oder. Oh, das Border Corner. Datalog 460. 460? Ne, nicht 460. 4. Ist das 460? Was suche ich denn? Na. Na, wie geht's voran? Ist es verbuggt? Yep, ist leider verbuggt. Können wir nichts gegen tun. Ne, 460 haben wir. 460 war aber auch fies zu finden. Ich brauche 465. Boat Story 465. What? Es ist auf Tenelor? Verdammt. Ich dachte mir, es ist auf Tenelor. Ja, die Kopfgeldjäger sind massiv buggy. Okay, die letzte Sache ist auf Tenelor. Scuba ist nicht auf Tenelor, oder? Das wäre super weird. Scuba ist einfach mal mitgekommen. Soll er bei seinem Schiff sein? Ich nehme das mal schnell ab. Naja. Fisch Nummer 11. 100% offiziell RIP. Im Moment ja. Verlassene Ansiedlung. Irgendwo in der verlassenen Ansiedlung? Oh, weird. Ja, da habe ich nicht mehr nach unten geschaut. Interessant. Okay, vielen lieben Dank fürs Raussuchen, Garuga. Sehr, sehr lieb von dir. Wie gesagt, Dankeschön. Ist echt traurig, dass es mit den... Wohin jetzt? Mit den Kopfgeldjägern nicht funktioniert hat. Das soll jetzt echt noch was sein? Ja gut, ich war nicht mehr Boat Ship danach. Dass sie einen Teil retten konnte. Wie bitte? Sir, ihre Arbeit. Das Archiv. Oh, richtig. Ja, ja. Sir war immer mutig. Und stur. Eine Wahnsinns-Lady. Ja, sie hat ihr Bestes gegeben. Wie gesagt, dann holen wir noch das, was wir holen können und ja, dann müssen wir das verschieben, bis die Entwickler sagen, dass es tatsächlich funktioniert. Anders geht es jetzt gerade nicht. Ne? Komm hier rauf. Okay. Wie gesagt, New Game Plus können wir auch irgendwann starten, aber wir werden es nicht jetzt direkt machen. Das wäre blödsinnig. Ich sag, das soll auf. Ich habe ja kurz überlegt, ob es auf Tenelor ist, die letzte Nachricht von Boat, aber ich hätte nicht gewusst, wo, aber scheinbar schon. So, na ihr? Ist das jetzt unsere Heimat? Hoffentlich. Aber wir brauchen noch einiges, damit es sich auch so anfühlt. Wenn noch mehr Leute kommen? Irgendwann schon. Und wir müssen sie beschützen. Dieser Ort ist vor dem Imperium sicher. Ich verstehe. Hoffen wir, dass es sicher ist. Ich habe auf meinen Reisen viele Orte gesehen, aber keinen wie diesen. Ja, es ist unglaublich. Hier ist eine Dunkelheit. Du spürst sie auch, oder? Ja, sie ist überall. Aber es gibt auch Licht. Perfekter Ausgleich, oder? Ich sag's dir, dieser Ort hat etwas Besonderes. Besonders genug, um dafür einen Flug durch eine Anomalie mit einer Erfolgschance von 1 zu 1 Million zu wagen? Nein, absolut nicht.
Lass uns das nie wieder tun, ja? Ich verspreche nichts. So, Schnellreise. Ich glaube, es ist schneller vom Tempelatrium. Ich sagte, es soll dann bei Boat Ships Schiff sein. Dann hätten wir die. Wenigstens haben wir alle anderen gefunden. Und ich hatte Tandalore ja vermutet. Ich dachte nur nicht, dass es tatsächlich dort ist. So. Wo geht's hier raus? Ah, da drüben. Das ist bloß der Meditationspunkt. Ja, man kann definitiv gespannt sein, was sie jetzt mit Tandalore noch so anfangen. Aha, da ist es. Ja, okay. Ich habe tatsächlich hier nie wirklich nochmal nachgeschaut, ist richtig. Hey, im Gebüsch. Zeig mir dein Licht, das ist deine Pflicht. Geisterstern, sing mit mir. Zeig mir dein Licht, das ist deine Pflicht. Tayala, sing mit mir. Tayala, Boat singt das Wiegenlied, Geisterstern widmet die geänderte letzte Zeile seiner Frau. Okay. Ja, hat das auch nicht leicht, das ist richtig. Aber rechtfertigt trotzdem nicht, was er getan hat. Leider definitiv nicht. Okay. Damit haben wir die ganzen Sachen. Ist natürlich auch ärgerlich jetzt, weil wir können diverse Sachen jetzt einfach nicht abschließen, ne? Das ist so ein bisschen doof. Also diverse Trophäen jetzt einfach nicht holen. Aber gut, wie gesagt, wir holen das, was wir können und dann sehen wir weiter. Dann machen wir jetzt Holotaktik. Letzte Runde Holotaktik und dann, dann gucken wir mal. Ich habe den ganzen Verrat hier verpasst. Wieso hat der Kerl eigentlich verraten? Weil er seine Tochter beschützen wollte. Kerl wollte okay, das Ganze ja, also Tandalore halt eben nutzen, um die ganzen, um mehr oder weniger den Rebellen Tandalore zu überlassen. Oder halt alle, die vom Imperium verfolgt werden. Während Boat es halt eben rein für sich und seine Tochter eben haben wollte. Also so gesehen hatte er einfach Angst, wenn die ganzen Leute, die vom Imperium verfolgt werden, dorthin kommen, ist es dann tatsächlich noch sicher vorm Imperium. Und deswegen hat er ihn verraten. Was immer du willst. Wirklich? Wirklich? Was ist deine Lieblingsspeise? Mygeto-Kasserolle. Das Rezept kenne ich nicht. Blaue Windwürfel? Weißt du was? Es gibt das Übliche. Geschmorten Grease-Hackbar. Wenn mir das nicht schmeckt, können wir dann was anderes machen? Klar, aber ich verwette die Mantis, dass es dir schmecken wird. Maren, du hast ihn gehört, oder? Oh ja. Oh oh. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Gefährlich. Ich beanspreche auch immer einen ganzen Planeten für mich. Mann, was wollen die anderen Leute auch immer auf dem Planeten, ne? Das ist schlimm. Die sollen weggehen. Hab eine Seite, wo ich gerne Trophys nachschaue. Ich kann mir die Kopfgeldjäger-Trophy im Auge behalten. Wenn es ein Update gibt. Weil da steht halt auch, dass es verbuggt ist und es mit diesem Bug unmöglich ist, sie alle zu finden. Oh, okay. Ja, kannst du gerne machen, wenn du da immer wieder drauf schaust. Das wäre natürlich super. Das wäre eine klasse Sache, wenn es dir so ab und zu ins Auge fällt, ne? Hörte, du hast Beamer und Tully da draußen gefunden. Wünschte, du hättest sie da gelassen. Holospiele sind echt eine Plage. Aber warum? Sie machen Spaß.
furchtbar. Damals, zu meiner Zeit, haben wir doch Brettspiele gespielt. Ja, komm. Was will ich denn mit dem ganzen Planeten? So fett bin ich nicht. Ja, manche Leute haben besondere Ansprüche, was das angeht. Kay, rede mit mir! Ja, dann halt nicht. Hey, Kerl! Schön, dich zu sehen! Ich dachte, vielleicht der Crash hätte es geregelt. Wir reden später, ja? Ich glaube nicht. Aber ja, das wäre super. Das ist ein Morgen bei Helskias. Das wäre mega. Bin sehr oft auf der Seite, wenn ich mal nicht weiter weiß. Okay, ja, das ist klasse. Und, ach so, ja, ich bin blöd. Ich wollte doch den Fisch holen. Ah! Fisch, dann Fisch abgeben und dann... Und dann Holotaktik. Meine Güte. Ich bring das alles durcheinander. Fisch? Ja, Fisch. Fisch holen wir noch. Wir wissen jetzt, wo Fisch ist. Das ist Fisch können wir holen, wenigstens. Hi. Ja, okay, ich kraule dich. Halt. What? Ich darf dich nicht kraulen. Okay, dann darf ich nicht kraulen. Ist auch gelistet als die einzig verbuggte. Okay, okay. Ja gut, aber dadurch verbuggen sich ja, also dadurch sind ja andere auch nicht holbar, ne? Also eine zum Beispiel, wo ich glaube ich alle Scans holen muss, das geht dann nicht. So, komm in Destiny, da gibt es Fische, sowohl große als auch kleine. wo ist das? Klebriges Moor? Nee, das müsste weiter vorne sein. Nee, weiter hinten, richtig. Nee, das ist zu weit. Ist nicht die verwüstete Ansiedlung, ist die verlassene Ansiedlung. Ist auch überhaupt nicht da. Verwirrend ist, dass es zwei verschiedene Ansiedlungen gibt. So. Du hast Dienstag das große Fischstäbchen bei Bomba gesehen. Korrekt. Aber ja, das, das hätte ich jetzt beinahe wieder vergessen, den Fisch. Damals zu meiner Zeit haben wir noch gemurmelt. so, wo ist der jetzt? Ich meine, gibt es hier wirklich einen Fisch? Nackerwal oder so, ja. Man weiß es nicht. Das ist... Hier. Hier? Nee, nicht hier. 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 Also so gesehen im Eingangsgebiet. Schnappen wir uns mal Neko. Neko! Bam. Let's go. Aha! Das war eine Magna-Wache, die wir mit zwei Schüssen erledigt haben. Das ist schon krass. Ich so. Aber dann war der das erste Mal nicht dort und dann bin ich hier einfach bloß noch entlang geklettert, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass Scuba hier irgendwo rumhängen soll. Da ist er. Ja, okay, gut. Ich bin einfach bloß nicht hier nach hinten gelaufen. Okay. Wir sind kleinen Tümpelanlagen. Scuba, was geht? Wo hast du dich wieder rumgetrieben? Hi. Hey, Scuba. Fällt dir etwas an mir auf? Mir fällt nichts auf. Mein Anzug, Junge! Er funkelt vor Fett! Du fragst dich vielleicht, Scuba, alter Seehund, hast du dein Ruder verloren? Willst du dich selbst in Butter braten? Der Gedanke ging mir durch den Kopf. Nein, Junge, du wirst schon sehen. Ui. Scuba, Tauchgang! Schön, dass ich die Trophäe jetzt bekomme. Smash den Fisch weg! Bam, bam! Boom! Blauflossiger Krebs! Das sah nicht nach einem Krebs aus. Siehst du das, Junge? Der blauflossige Krebs ist ein erbitterter Krieger. Nicht nur, weil seine Klauen schärfer sind als die Borsten auf meiner Lippe, sondern er ist auch glitschig wie eine Schauderpede beim Nachmittagstauchgang. Also, wie kommt man gegen diese Schlüpfrigkeit an? Man macht sich selbst noch schlüpfriger. Das werde ich mir merken, wenn ich wieder in der Klemme bin. Und ich habe gerade erst angefangen, Junge. Wenn du kurz Zeit hast, erzähle ich meine Geschichte weiter. Natürlich. Ah, das war die falsche Taste. Aber erstmal, das wollte ich eigentlich tun, will ich den Krebs lesen.
Blauflossiger Krebs. Ach, jetzt, der hat einfach bloß Flossen. Der ist weird. Der blauflossige Krebs ist eine Seltenheit auf Kobo. Prospektoren wollen die schwer fassbare Kreatur zunächst fangen und verkaufen, erklärten sie aber am Ende zu einem Mythos. Dabei existiert der Krebs tatsächlich und entgeht lediglich seinen Häschern, indem er sich an der Unterseite von Felsen festklammert und seine Flossen wie die Wellen im Wasser bewegt. Und sollte er gesichtet werden, entgleitet er dank seinem stromlinienförmigen Körper problemlos allen Versuchen, ihn zu packen. Okay. Scuba, Storytime. Als ich von meinem letzten Duell mit Banyak erwachte, lag ich auf dem Deck eines Fischerboots. Anscheinend war mein durchbohrter Körper an die Oberfläche getrieben und von einer einheimischen Fischerin gefangen worden. Was ist mit Captain Watt? Hat er überlebt? Falls dieser Sack aus gegrilltem Schleim immer noch die Galaxis heimsucht, so habe ich jedenfalls von ihm oder seiner Crew nie wieder etwas gehört. Oh, oui. Aber ich wollte weder Fisch noch Fischer harpunieren. Ich wollte die Harpune nicht mit schrecklichen Captains oder tödlichen Fischen kreuzen. In all dem Durcheinander hatte ich, nun, den Blick auf mich selbst verloren. Die Fischerin, die mich gefangen hatte, kannte eine Welt in der Nähe mit einer großen Vielfalt an Fischen. Kobo. Yeah. Also ging ich nach Kobo. Und seitdem weiß ich, warum ich so gerne fische. Warum? Weil ich Fische mag, Karl. Ich mag glänzende Fische. Ich mag große und kleine Fische. Ich mag Fische, die schielen und Fische, die geradeaus schauen. Ich mag sogar Fische, die gar keine Augen haben. Und ich mag die Gesichter von Landratten wie dir, wenn sie erkennen, wie viele verschiedene Fische es in dieser Galaxis gibt. Ach, und das ist meine Geschichte, Karl. Vielleicht nicht ganz so düster wie angekündigt. Du hast viel durchgemacht. Zum Glück geht's dir gut, Scuba. Oh, ich danke dir, Junge. Danke dir. Du hast mir viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Ei, Junge. Geh nur und sinniere. Aber lass nicht Jahre den Fluss hinunterlaufen. Es gibt immer, immer einen anderen Fisch. Oh, ich dachte, es gibt immer einen noch größeren Fisch. Wie beharrlich! Scuba wurde von einer einheimischen Fischerin gerettet, deren Geschichte über die wundersamen Fische in den Gewässern von Kobo ihn dorthin lockte. Hey, sehr schön. Guten Abend, Lena. Willkommen zu Steam. Schön, dass du dabei bist. Jungchen, du bist okay. Da fällt mir eine Last von meinen kleinen Schultern. Warst du besorgt? Oh, ich hatte gerade eine schlimme Begegnung mit einem dieser Kampfdroiden. Ich hatte Angst, sie hätten dich auch gefunden. Was ist passiert? Die Metallbestie sagte, ich sollte den Bedlam Raiders einen Tribut entrichten. Wehe jeder Landratte, die es wagt, Scuba Steph einen Fisch zu stehlen. Hast du dich mit einem Kampfdroiden geprügelt? Nein, nein, sie sind wieder abgezogen. Vielleicht haben meine groben Gesten sie verschreckt. Hm? Zum Glück bist du okay, Scuba. Halte die Augen offen, Kerl. In diesen Gewässern sind seltsame Gestalten. Das ist wohl richtig, ja. Ich mag süße Tiere, die durchs Bild hoppeln. Ja, dieser Bogling, ne? Der rastet komplett aus. Genau so. Erstmal durchgekrault. Okay, nice. Scuba Story auch abgeschlossen. Oder? Ich glaube. Vielleicht müssen wir jetzt noch zum Aquarium zurück. Weil ich dachte, genau, ich wollte gerade sagen, ich dachte, es gibt noch mal zwei Sachen. Von Scuba. Sehr schön. So. Wie ist der Stand? Der Stand ist, Kopfgeldjäger sind buggy, deswegen können wir sie im Moment nicht abschließen. Und alles andere haben wir dann jetzt gleich geholt. Wir müssen dann bloß noch Holotaktik spielen. Dann wäre der Rest erledigt. Dann können wir nochmal durch die Dings durchgehen. Dann können wir nochmal durch die Trophäen durchgehen, ob es da nochmal irgendwas gibt. Aber ich denke mal... Ah! Nicht mich fressen. Dass wir die meisten entweder nicht machen können oder schon haben. Was, warum? Wir haben irgendwas in der falschen Reihenfolge getriggert oder irgendwelche Sachen werden nicht geladen. Auf jeden Fall ist es für uns nicht möglich, im Moment die restlichen
die restlichen Kopfgeldjäger zu holen. Aber genau, die Entwickler wissen es und arbeiten dran. Und hoffentlich kriegen wir in einem Monat oder so ein Patch, dass wir die dann vielleicht nachholen können. Können wir irgendwie so einen halben Stream oder sowas oder ja, ein Drittel Stream, wie auch immer, können wir da nochmal nutzen, um die dann zu holen. Sobald es soweit wäre. Und wenn es noch länger dauert und wir irgendwann ganz viel Langeweile haben, dann machen wir einfach einen New Game Plus Run und dann holen wir die. Man könnte was falsch machen. Ich hatte das nicht. Ich weiß nicht, ob man was falsch machen kann oder ob es tatsächlich einfach bloß falsch laden kann. Oder es ist nicht ganz schlüssig, was das Problem ist. Aber scheinbar kann es sein, dass einfach die nächsten... what? Hä? Jetzt ist es wieder normal. Weird Typ. Dass die scheinbar einfach manchmal nicht gescheit laden können. Natürlich bin ich in dem Moment, wo die Leute hier toll genannt werden, bin ich weg. Warte. Scuba, du bist auch sehr toll, Xias. Du bist auch sehr, sehr toll. Ach so, die tollen Leute hier. Damit waren natürlich auch die Leute gemeint, die gerade eben nicht anwesend sind. Tja, mein Junge, wir haben es geschafft. Ein Tank voll mit besten Fischen. Yes. Eine auserzählte Geschichte. Und einem unschuldigen Jungen wurden die Augen für die weite Galaxis geöffnet. Haha. So ungefähr. Was hast du jetzt vor? Ah, das habe ich mich auch schon gefragt. Während ich mein berüchtigtes Leben nacherzählt habe, bin ich... nun ja... Ach, irgendwas nagt an mir, Junge. Ich hege die Vermutung, dass... vielleicht... nur vielleicht, Vanjet Vedkar nicht tot ist. Oh. Für Sakavita und meinen eigenen Frieden brauche ich Gewissheit. Vielleicht morgen, vielleicht in einem Jahr. Aber ich muss meinen gefürchteten Erzfeind ein letztes Mal verfolgen. Oh. Ich verstehe. Hey, falls du jemals was brauchst. Ich weiß, mein Junge. Ich weiß. Okay, das Ende. Ui. Scubas Geschichte mag fürs Erste vorbei sein, aber er wird von einer Ahnung heimgesucht, dass Captain Wet vielleicht nicht wirklich tot ist. Das ist DLC, der Schrecken von Captain Wanyek Wet. Wir finden immer mehr DLC-Optionen. Da ist die Krabbe. Ist das die Krabbe? Ich glaube, da ist die Krabbe. Da unten, unten links. Sieht so aus, als wäre sie stuck. Ich weiß nicht, was sie tut, aber sie krabbelt vor sich hin. Tankstatus makellos. Sehr schön. Sehr, sehr süß mit dem Tank. Sehr, sehr süß. Nice. Na, das ist der Hauptantagonist vom nächsten Teil. Oh, ja, okay. Herausforderer warten. Ja, und zwar einer noch. Aber klar, logisch, stimmt. So, sehr schön. Tully, fordern wir sie hier raus. Ein Spiel spielen? Saw? Ich glaube nicht. Okay, Flammenwerfertruppler. Drei Dings. Drei Kommandeure. Yikes. Eine Überlegung. Ich bin gespannt. Los! Ja, konzentriert sich halt erstmal auf den Schildtypen. Das nenne ich einen Holo-Kill! Meine, hält noch durch. Und runter vom Spielfeld! Yep. Das Glück ist eine launische Herrin. Das hat nicht so funktioniert. Gutes Spiel. Noch eine Runde? Natürlich. Wir werden dich... ein Spiel spielen. Hör auf, creepy zu sein. Das hat leider nicht so funktioniert. Warum ist von ihr ein Hologramm da, wenn sie daneben steht? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich hinterfrag's aber einfach nicht weiter. Ich glaube, die Truppe ist mit relativ wenig Mitteln sehr leicht zu erledigen. Aber ich bin mir noch nicht genau sicher, was diese Mittel sind. Nee, das sind sie nicht.
Oh ja, ist eine gute Frage. Ein gutes Spiel. Noch eine Runde? Es ist eigentlich ihre Schwester, die dort spielt. Ein Spiel spielen. Ist auch schön, wie sie zu dem Hologramm rüberguckt, wenn sie gerade eben redet. Die erste Gruppe ist tatsächlich gar nicht mal so leicht hier, ne? Ich meine, ich könnte einen Scryten rausholen, der würde sie wahrscheinlich fertig machen. Zwei Schlinger für die Flanken. Ah, wobei, die werden von den Flammenwerfern halt gegrillt, bevor die dorthin kommen. Das ist das Problem. Die Flammenwerfer machen mir tatsächlich echt gerade noch die größten Probleme. Ich glaube, da kann ich tatsächlich gar nicht viel Punkte behalten. Probieren wir es mal so. Anfangen! Mal sehen, wie das funktioniert. Okay, ich meine, die Dunkeltruppe ist auf jeden Fall schon mal sehr mächtig. Es hat sich jetzt ein bisschen... wie Overkill angefühlt, aber ich glaube, es war notwendig. Ich könnte es noch... Ich könnte es noch mit einem probieren. 48 Punkte! Ich meine, was haben wir hier Schönes? Ich bin versucht, einen Scryten zu nehmen. Scrytens hauen halt richtig rein. Wobei die, glaube ich, gar nicht mal so gut sind gegen mehrere. Ich meine, das ist ein... Das ist sehr mächtig, was wir hier jetzt gerade eben haben. Und runter vom Spielfeld. Ja, ich glaube, ein Druidika hätte... Ja, ein Druidika hätte definitiv... Mein Scryten hat noch nicht mal Schaden bekommen. Jesus! Das war ein No-Hit! Also, zumindest no damage. Ich meine, der Scryten hat viel einfach geblockt. Okay, das war absoluter Overkill. Aber das wissen wir jetzt wenigstens für die nächsten Runden. 54 Punkte! Ich meine... Hühnchen, ich wollte gerade eben sagen, wir müssen das eigentlich tun. Na? Wir müssen das eigentlich tun. Aber 5 Chickens werden nicht reichen. Ich werde keine 10 Chickens platzieren. Wo sind die Rancor? Ja, die Rancor wären schon nice. Wir machen so. Dann haben wir immer noch 17 Punkte übrig. Chickens! Go! Die Chickens haben wir mit den Lava-Typen erledigt. So gut. GG Chickens! Ja, das wird, glaube ich, nichts. Also mein Druidika muss wenigstens... Ich meine, der Druidika ist verdammt gut gegen den... Jesus! Wie gut er den... Nein! Erwisch ihn beim Zweckrollen! Deus, los, du schaffst das! Roll nicht dumm weg! Oh! Yes, erwisch ihn! Go! Gott! Druidika gegen Druidika ist so gruselig! Ah! Erwisch ihn doch! Tu was! No! Gott! Ah, nein! Anscheinend muss Kerl seine Strategie überprüfen und anpassen! No! Es war so knapp! Noch eine Runde. Tragisch. Sehr, sehr tragisch. Ein Spiel spielen. Aber ja, Druidikas sind wahnsinnig mächtig. Und Scrytons auch.
10 Hühnchen wären Sieg. Ich glaube tatsächlich, dass der Druidika am meisten gemacht hat. Was war das erste jetzt? Wie haben wir das erste geschafft? Aber 2 Druidikas, ne? War das nicht so? Nee, das waren nicht 2 Druidikas. Ach, eine Dunkeltruppe. Ich weiß nicht, ob der die Rakete genutzt hat. Ach, Dunkeltruppe und Druidika war's. Ich glaube, das ist kein Fehler. Ich probiere einfach mal nur die Dunkeltruppe, aber ich glaube, das wird zu viel. Ich glaube, das wird zu viel. Und vorbei! Ich korrigiere meine Meinung. Jo. Ja, jetzt kann er nicht mehr viel tun. Er hat seinen Raketenarm verloren. Ja, okay. Ja, eine Dunkeltruppe reicht nicht ganz. Aber ich glaube, wir brauchen keinen Druidika mit dabei. Noch eine Runde. Also ein Druidika ist da, glaube ich, ein bisschen zu viel dann für die erste Runde. Dunkeltruppe und ein Huhn. Wir haben den Hammer und Rakete genommen. Der ist ganz gut, weil er zuerst mal eine Rakete schießt. Das ist gar nicht schlecht. Und ein Huhn. Okay. Los, Dream Team! Bog! Nein! Oh, er hatte nie eine Chance. Da ist einfach alles explodiert, aber ich habe irgendwie gewonnen! Yes! Hühnchen wins! So, hier hatten wir jetzt einen Scryten, der einfach komplett overpowered war. Und ich glaube, da reicht ein Druidika dahinter. Behalten wir 23 Punkte. Jo. Scryten, go! Die treffen ihn halt auch einfach nicht, ne? Ich weiß nicht, was sie tun, aber ja, jetzt bekommt der Scryten wenigstens mal ein bisschen Schaden, aber der haut halt so rein. Jesus. Vielleicht würde sogar der Scryten alleine reichen. Wie viel haben wir jetzt? 73 Punkte haben wir. Was passiert, wenn wir über 100 Punkte haben? Es ist nicht sinnvoll. Der Skorpion räumt auf. Der Skorpion ist so mächtig. Von mir aus. 10 Chickens! Los! Auf geht's! Und runter vom Spielfeld. Ja, die machen halt gar nichts. Ja, ich meine, sie machen schon was, aber sie sind nicht mächtig genug. Muss jetzt nein, Hühnchen. Nachdenken. Hühnchen sind leider nicht mächtig genug. Tut mir leid. Wollen wir ein Spiel spielen? Es wäre sehr witzig gewesen. Danke fürs Testen. Kein Ding, kein Ding. Achso, ja, hier hat man noch ein Chicken dabei, ne? So, ja. Let's go! Oh, das ist nicht gut, dass er da reingecharged ist, oder? Ja, eigentlich schon. Oh ja, wow, das Hütchen von der Seite. Nice, Hütchen! Yes! Hütchen, flieg und sieg! No! Egal, du wirst weggeräumt. Yes! Stark! Die erste Runde ist echt stark. Ganz ehrlich, ich probiere es, auch wenn das eventuell scheitert, aber der... Was können wir noch nehmen? Ein Hühnchen? Weil der Scryten alleine räumt schon so dermaßen auf. Ich brauche bloß noch irgendwas an der Seite. Ja, wir nehmen ein Hühnchen an der Seite. Komm, so. Hühnchen! Let's go!
Ich meine, das Hühnchen killt halt beinahe den Druiden. Das ist halt schon heftig, ne? Und ja, ich meine, jetzt sind halt schon... Jetzt sind die MG-Truppler noch da. Die schält der Druidiker halt schon aus. Ja, das ist dann doch zu viel. Das heißt, der Druidiker im Hintergrund macht halt schon wahnsinnig gute Arbeit. Noch eine Runde. Bessere Arbeit, als das Hühnchen leider tun konnte. Tragisch, aber das funktioniert nicht ganz so gut. Das heißt, da müssen wir dabei bleiben. Aber hier ist die Dunkeltruppe definitiv gut. Scorpio plus Druidika ist gleich Dünenpiep. Auf jeden Fall, ja, die hauen so dermaßen rein. Und jetzt lief's halt gar nicht, ne? Also es ist halt auch manchmal einfach rein zufällig. Es wurde nur einer von den Gegnern erledigt. Ich weiß nicht mal, wie das passiert ist. Ein gutes Spiel. Noch eine Runde? Das ist bisher noch nie passiert, dass es so lief. Weird. Sehr, sehr weird. Ich meine, ich habe den mit Hammer und Raketenwerfer, ja. Aber es muss bloß sein, dass die irgendwie was anderes anvisieren oder irgendwas anderes machen und schon funktioniert es einfach gar nicht mehr. Vielleicht ist es Chicken nicht durch den Flammenwerfer-Typ gekommen. Oder er hat vielleicht einen Raketenwerfer nicht gesetzt oder so. Gut, natürlich, wenn drei Granaten gleichzeitig treffen, dann kann ich da auch nicht wirklich viel machen. Aber das ist auch egal, wie viele Leute ich aufs Spielfeld packe, ne? Wenn das so läuft, dann habe ich halt einfach keine Chance. Dass ich jetzt einfach gerade eben an der ersten Runde festhänge, ne? Ich bin erstaunt. Das war irgendwie... sonst nicht so kritisch. Okay, die Granate hat nicht getroffen. Sehr schön. Und da rennt er durch. Ja, jetzt ist es halt wieder easy gewesen, ne? Guten Abend, Wer. Willkommen zum Stream. Schön, dass du dabei bist. Das war natürlich dann schon nice. So, Scryton. Und Druidika. Immer dieser Glücksfaktor. Ich bin nur überlegen, ein B2? Könnte ja auch schon reichen, einfach als Feuerunterstützung. ATST, naja, ich will ja weniger Punkte ausgeben, nicht mehr. Und ATST sind tatsächlich gar nicht so gut, wie man denken soll. Ich probiere es mal so. Weil B2s geben auch schon wahnsinnige Feuerunterstützung, muss man einfach sagen. Die können da auch schon extrem reinhauen. Der B2 müsste jetzt halt bloß die MG-Truppler fokussieren, was er nicht getan hat. Okay. Dunkeltruppler ist auch erledigt. Oh. Sieht noch gut aus. Yes. Nice. GG. Wunderschön. 29 Kampfpunkte mitgenommen. 79 Kampfpunkte. Ich würde gerne die 100 Kampfpunkte knacken. Was hatten wir hier davor? 5 Chickens und ein Druidika. Und das hätte beinahe gewonnen, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Zwei Druidikas sollten schon mal ordentlich aufräumen. Jetzt ist bloß die Frage, ob ich die Chickens nehme. Ich glaube nicht. Das könnte funktionieren tatsächlich. Ich probiere es mal. Steroiden-Yeti. Ich glaube, der ist bloß gruselig für mich, aber gar nicht so gruselig für die Gegner. Das könnte tatsächlich wahnsinnig gut enden. Yes. Der Raider ist erledigt. Wir haben noch einen Druidiker auf dem Feld und zwei Schildtruppler. Oh, ein Schildtruppler. Nein, lass es nicht wieder Druidiker gegen Druidiker sein. Please. Ah,
können die sich gegenseitig die Schilde kaputt machen? Weil das hier läuft irgendwie... Okay, okay, ja, yes. Das muss funktionieren. Ich habe jetzt zwei gegen einen an sich toten Druidiker. Yes! GG, nice. Sehr gut. Oh, bitte. Oh, plus 67. Oh, das ist lame. Und du hast nur einen AT-ST? Ist das ein gruseliger AT-ST? Ich meine, ich kann drei... Ah, ich kann nicht ganz drei AT-STs inbauen. Schade. Ich kann drei Skrytons kann ich inbauen. Die letzte Phase ist ein bisschen deprimierend gefühlt. Das machen wir vor allem mit den letzten 7 Punkten noch. Keine Ahnung. Wir können doch mal einen Chicken vorschicken. Ja. Warte. Der große Anführer. Er befehligt die große Schlacht. Seine Truppen stehen hinter ihm. Jetzt noch 2 B1-Druiden. General Chicken! Go! Das Chicken fliegt auf dem Skryten! What? Was war das? Habt ihr schon mal gesehen, wie ein AT-ST von 3 Skorpionen fertig gemacht wird? Und runter vom Spielfeld! What? Okay, das ist ein Killerkampfläufer. Das ist nichts Normales. Was ist mit dem Ding los? Gutes Spiel. Noch eine Runde. Der hat einfach 3 meiner Skrytons gewonnen hättet. Nicht wirklich, der hat halt viel AOE. Ja, aber ich glaube, der ist trotzdem mächtiger als ein normaler AT-ST. Der hatte auch so glühende, ich glaube, meine glühen gar nicht, ne? Der hatte so glühende Feuerrohre. Ich glaube, das ist ein aufgebuffter AT-ST gewesen. Hat sich zumindest so angefühlt. Aber jo. war das richtig? Ja, schon, ne? AT-ST doch mächtig? Na! Das war... Das sah jetzt bloß so danach... Also, wie gesagt, das war nicht ein normaler AT-ST, da bin ich mir relativ sicher. Oh, mach's gut, leb wohl! Das sollte funktionieren. Starker Treffer von Kerl. Ich habe einen AT-ST und einen Skorpion und habe gewonnen. Okay, okay. Ja, vielleicht lag es daran, dass er halt wirklich, dass wirklich alle Skorpione um ihn rumstanden. Meisterlich gespielt. Könnte vielleicht auch sein. Die haben sie halt auch, die haben sich um den rum versammelt, aber nicht wirklich viel getan. Ne? Das war das Problem. Sie standen halt dort. Da wollte ich das Ganze jetzt mit dem Hühnchen beenden, ne? Schlimm. Gott, die Druidikas. Dann nehme ich das nächste Mal halt eine Armee von Druidikas. Ist in Ordnung. Oder 10 Checkens. Wir könnten auch 10 Checkens nehmen. Aber ich weiß nicht, ob ich das dann nochmal machen will. 10 Chickens wäre schon witzig. Nein, keine 10 Chickens. Dass das von dir kommt. Ich weiß tatsächlich nicht, wie viel die Chickens machen würden. Uff, okay, ja, den Hammer-Dude. Der ist halt echt gruselig. Oh, mach's gut, leb wohl. Ja, gut, okay, aber das lief echt gut für uns. Ich glaube, ich könnte sogar noch einen Schildtypen weglassen. Ich glaube, wir bräuchten bloß 2 Schildtypen, tatsächlich. Wenn ich das so richtig sehe. Bin mir nicht sicher, ob 10 Chickens eine gute Idee ist. 10 Chickens sind immer eine gute Idee. Ja, okay, wir gehen. Also, ich meine, 3 Druidikas im Hintergrund werden sehr, sehr mächtig sein. Und 5 Chickens im Vordergrund! Let's go! Chickens!
Der AT-ST verschießt Raketen! Sag's einen Holo-Kill! Die Tickens konnten nicht mal was tun. Glücksspiel! GG! Die Chickens haben dann bloß hochgeguckt und die Druidikas haben es halt alleine erledigt. Yes! Belohnung, Fähigkeitenpunkt. Ja, das ist jetzt weniger spannend, aber das dankeschön. Perfekt gespielt. Dankeschön. Yes! Sehr, sehr schön. Okay, dadurch haben wir Holoschach fertig. Oh wow, ein Fähigkeitenpunkt. Ja, das ist ein bisschen... Auf deinen Reisen begleiten. Dankeschön. Das ist ein bisschen lame, Fähigkeitenpunkt. Den juckt halt keiner mehr. Aber ist in Ordnung. Sehr, sehr schön. Damit sind wir eigentlich durch alles durch. Willst du irgendwas Spezielles hören? Sag es einfach Didi. Ach, der macht das schon gut. Jetzt der Spaß nochmal alle. Nee. Aber damit sollten wir dann eigentlich fertig sein mit allem, was wir im Moment machen können. Damit sind wir durch, ab in Destiny. Wir können noch mal kurz durch die Trophäen schauen. Alle mit Chicken. Chicken only. Wäre schon nice. Was haben wir da noch? Achso, ja, die Samen haben wir noch, richtig, genau. Ja, und die Kufgeldjäger-Pucks halt eben. Wir können doch reinschauen, was gibt es denn da noch? Ich glaube, die meisten Sachen können wir einfach gar nicht abschließen jetzt, ne? Kannst du dir ein neues Schiff besorgen? Nein. Sowas von unzivilisiert. Bezieht 10 Gegner mit Schüssen der Fähigkeit aus nächster Nähe. Sein Freund. Weil sie deinen Gefährten jeweils 10-mal an, im Kampf zu helfen. Ja, okay. Kanonesh. Stoß einen Gegner mit Schub in die Minenkanone auf dem zerstörten Mond. Oh, ja, okay, das ist cool. Greife 20 angehobene Gegner an. Ach so, runterziehen. Ha? Entgehe 50 Angriffen mit Hilfe von fokussiertem Blick. Ach, du große Güte. Fokussierter Blick ist, dass ich da ausweiche? Das werden wir jetzt nicht alles machen. Das sind einfach bloß unendliche Kampfsachen. 10 Präzisionsfreigaben mit perfektem Timing ausgeführt. Ja, das sind einfach bloß viele kleine Fähigkeiten, die wir machen müssen. Schmettere 5 Gegner mit einem einzigen Einsatz von Schmettern nieder. Das könnte man relativ schnell finden. Pariere einen Gegner, der sich Machtmagnet widersetzt. Oh, okay. Ah ja, das ist ganz cool. Reingeschmettert. Riposte, okay. Kannst du im New Game Plus machen, genau. Cobra-Kerl. Das ist schön. Statt Cobra Kai. Trainiere mit deinen Waffen, wenn du ein Stirnband trägst. Okay, das ist viel zu gut. Die Trophäe ist mega. So gut. Oh, schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Vorne kurz, hinten lang. Führe bei einem Gegner einen Dropkick aus, während du einen Vokuhila trägst. Oh mein Gott. Okay, das ist schön. Das ist sehr schön. Intergalaktische Geografie. Scanne alle Gegnertypen, um den taktischen Leitfaden zu vervollständigen. Können wir nicht machen, weil uns fehlen Kopfgeldjäger. Das geht nicht. Und suche mit BD1 ein entferntes Ziel. Können wir nicht machen, weil wir keine Ziele mehr haben. So gut. Aber die Cobra-Kerl und vorne kurz, hinten lang, die sind beide sehr, sehr gut. Gefällt mir. Trophäen sind schön derb, auf jeden Fall. Doch, kannst du? Kann ich? Ich dachte, ich hätte kein Ziel mehr. Ich dachte... Ich dachte, das wäre alles weg. Und das ist die Trophäe, wo ich ein neues Spiel machen muss. Weil ich habe es durch. Und du musst mit Boat und Maren die 10 machen. Ja, aber du kannst doch Maren noch in der Wüste benutzen. Maren ist noch in der Wüste bei dir. Okay, das sind dann alle.
Du musst ein bekanntes Ziel machen. Ich habe einen Gegner gemacht. Was? Ich weiß nicht mal genau, was das bedeutet. Das ist die Sache. Aber ja, das sind eh zu viele Sachen, ne? Aber wie gesagt, das hier sollte doch funktionieren, wenn du mit Marion in der Wüste bist, oder nicht? Aber untersuche mit BD1 ein entferntes Ziel. Ach so, einfach nur... Einfach nur irgendwo ein Dude? Yeah, ich muss das Fernrohr, aber ich muss doch ein Ziel anvisieren. Ich dachte ein Ziel im Sinne von irgendwas, was wir halt machen müssen. Ja? Das ist einfach nur ein Gegner. Da war ich mir jetzt nicht sicher. Mann, wo sind Gegner? Jetzt, wo man natürlich Gegner braucht, sind keine mehr da, ne? Ist immer so. Nope, du bist ein... Wie ging das? Achso, ja, nochmal nach unten dann, richtig. Hier sind sonst immer jede Menge Patrouillen, da hinten. Das ist ja weird. Okay, gut. Das war simpler, als ich dachte. Ich soll einfach bloß gucken, was das für ein Gegner ist. Ich meine, es ist cool, ne? Ich denke mir, oh, was ist das nochmal da hinten gewesen? Und dann, ah, ist ein AT-ST, ne? Dann mache ich so nochmal. Und dann kann ich gucken. Ja, wow, beim AT-ST funktioniert es nicht. Aber das so... Ah, okay, das ist ein B1 Nahkampfdruide. Ah ja, okay, der ist aggressiv, aber Nahkampf, okay. Es ist cool, aber es ist weird, dass das ein Achievement ist. So. Let's go. Vokuhila. Das war eine Frisur, wo ich gesagt habe, dass ich sie niemals benutzen werde. Jetzt zwingt mich das Spiel dazu. Und jetzt einfach nur... Let's go, Vokuhila Power! Das war nicht das, was ich tun wollte. Wer ein AT-ST nicht erkennt, ist blind. Ja. Yes! Au! Willst du mir mal bitte? Das ist gar nicht mal so leicht, weil du halt währenddessen tatsächlich rennen musst und das Ding... BAM! Gut, ich wollte den AT-ST nur mit Treten besiegen. Das könnte aber vielleicht ein bisschen dauern. Deswegen... Ich glaube, wir lassen das lieber. Holen wir uns noch die Trophäe auf Jeddah und dann... Au! Hey, Kumpel! Und dann war's das. Das wird nichts. Nee. Das braucht eine Weile. Phew. Ist doch ein bisschen mächtiger, als ich dachte. Wie gesagt, fliegen wir nochmal nach Jeddah und machen den guten Cobra-Kerl. Dann haben wir alle Trophäen, die wir holen können, beziehungsweise die irgendwie... sinnvoll sind zu holen, weil das würde jetzt halt echt noch den ganzen Abend dauern, bis wir die andere Trophäen holen würden, weil was war das, 50 Mal Präzisionsausweichen und sowas, das ist einfach bloß sehr grindy und ja, ich meine, wir könnten es machen, aber wie sehr ist es wert? Wir könnten das nächste Mal dann einfach mehr drauf spielen, wenn wir es dann tatsächlich mal im New Game Plus machen. Das ist so die Sache. Dann könnten wir tatsächlich die Fähigkeiten einfach anpeilen, die nutzen. Statt jetzt einfach auf Teufel komm raus haben zu wollen. Was eh nichts bringt, weil wir haben ja eh nicht alle Sachen für du hast gesagt, für die Platin. Er hat dir das Geld für den Saloon gegeben, richtig? Ja, stimmt.
Das hat sie. Mir fehlten ein paar Kredits. Wir haben geplaudert. Ich musste nicht mal fragen. Sie wusste einfach immer, was ich brauchte. Keine Ahnung wie. Weißt du, woher sie die Kredits genommen hat? Nein, hat sie nie gesagt. Und ich habe sie nie gefunden. Wer weiß, wo die herkam. Vor allem musst du einen Reiter in den Abgrund werfen. Du musst vorher abspringen. Ein Reittier in den Abgrund? Das habe ich schon gemacht. Komm hier rauf. Ich weiß gar nicht, welches Achievement das ist, aber das habe ich auf jeden Fall schon gemacht. Mörder. Dem geht's gut. Keine Sorge. Regenbogen Plus. Ja, das machen wir auf jeden Fall irgendwann. Überlebende, wir passen uns an. Wo könnte das sein? Du hast den Yoshi-Move gemacht? Ja, natürlich. Besiege 50 Gegner werden verlangsamen. 3 Gegner mit einer Rollmine, bevor sie dich bemerken. Oh ja, okay, sie haben das nicht kommen sehen. Das ist auch cool. Ein verwirrter Gegner besiegt einen Gegner von selben Typ. Das haben wir auch glücklicherweise hinbekommen. 500 Meter auf einem Reittier zurück. Das ist nicht wie Pottrennen. Schön. Berühre mit deinen Füßen weder 60 Sekunden lang weder den Boden noch die Wände. Skywalker. Wann haben wir das bekommen? Man kann Boggling streicheln. Nächstes Kopfgeld. 25 Sammelobjekte. Klassisches Kleidungsstück. Dropkick aus, wenn du Vokuhila trägst. Aquarium, vollständigen Garten, Holotaktik, entferntes Ziel, wahre Ware, 3 Fähigkeitenbäume. Hä? Sicher, dass es das gibt? Also ich hab's gemacht, aber es ist kein Achievement. Gibt es da andere Achievements? Skywalker? Luke? Ja. Ja, gibt's. Also, nicht bei mir. Du hast 2 versteckte. Oh, ja, richtig. Ich dachte, die hätten mit den Kopfgeldjägern was zu tun. Es wäre schon weird, wenn das eine versteckte wäre, oder? Ich meine, wie ist das? Also, ich habe 2-mal ihn gedroppt. 1-mal ist er sicher gelandet. Ich weiß nicht, ob er das 2. Mal sicher gelandet ist. Ist mittlerweile egal, guck doch einfach. Achso, kann man die nachschauen? Ich weiß es nicht. Wir sind ja auch bloß nach Jedha zurückgekehrt, um die dumme Trophäe zu holen. Dafür sind Trophys eh random versteckt gemacht, okay. Wild nach vorne. Stirnband! Let's go! Trainingsmove! Cobra Kerl! Das war easy. Und zurück nach Kobo. Ich meine, wo ist ein Abgrund? Man kann schauen, was die Versteckten sind, einfach drauf gehen. Ja, okay. Ich meine, wir können es auch einfach so schnell machen. Ich weiß, wo ich es tun kann. Kurs auf Kobo. Dann holen wir uns die noch, obwohl sie grausam ist. Wie geht's dir, Tada? Ich bin okay, Grease. Wie geht es dir? Sieh mal, Mary. So ist man nett. Du könntest noch etwas von ihr lernen. Wie geht's dir, Grease? Danke der Nachfrage. Moment, da kommt gerade ein dringendes Signal rein. Wirklich? Grease wird heute nach dem Abendessen abspülen, ohne sich zu beschweren. Der war gut. Wer hat dich überhaupt gefragt? Schmeiß irgendwas Hässliches runter, was keiner vermissen wird. Wir sind die Giraffe. Nein, nicht die Giraffe! Wir sind da, Kerl. Eine Giraffe habe ich in den Abgrund geschmissen. Das war's, richtig. Also nicht absichtlich, aber eine Giraffe ist mir in den Abgrund gefallen. Stimmt. Aber kein Neko. Richtig. Neko habe ich bloß gedroppt, aber der hat überlebt. Also der ist sicher gelandet.
Aber eine Giraffe ist mir in den Abgrund gefallen. Stimmt. Warum nenne ich die Dinge überhaupt Giraffen? Das sind Kamele. Die zählen nicht. Ja, yeah, okay, okay. Genau, Neko habe ich einfach tatsächlich bloß auf den Boden gedroppt. Aber er ist dabei nicht gestorben. Neko! Es tut mir so leid. Es tut mir tatsächlich leid, Neko. Oh, ist Scuba jetzt überall noch zu finden? Das wäre interessant. Hi, Scuba. Und schon geht's los. Ich sagte, Junge, dieser Metallhai am Himmel macht mir Gänsehaut von Kopf bis Fuß. Ich bin auch kein Freund von Sternenzerstörern. Wissen die nicht, dass die Fischchen Sonnenlicht brauchen, damit sie groß und stark werden? Ich weiß nicht, ob Tierschutz auf der Prioritätenliste des Imperiums steht. Oh, ich werde schon bald auf ihrer Prioritätenliste stehen. Ruhig, Scuba. Gut, gut. Ich lasse sie erstmal vom Haken. Kell, mein Junge. Dein Blick schweift in die Ferne. Was hast du jetzt vor? Wohin trägt dich der Wind? Ich glaube, ich habe ein neues Zuhause gefunden, wo ich Wurzeln schlagen kann. Aha. Aber eine Heimat findet man nicht. Die schafft man sich. Hm. Aber ich freue mich für dich. Es ist nicht leicht, für eine vom Wind getriebene Seele irgendwo zu ankern. Nein, ist es nicht. Vergiss nicht, hin und wieder mit dem alten Scuba angeln zu gehen, ja? Werde ich tun. Oh, Junge. Auf meinem Rücken juckt es ganz stark. Wenn ich nur meinen Anzug nicht anhätte. Du könntest ihn ausziehen. Oh, er hält sich für schlau. Und was ist, wenn ich schwimmen gehen will? Was mache ich dann ohne Anzug? Du könntest ihn wieder anziehen? Ach, niemand mag Besserwisser, Junge. Und schön. Los geht's, Kumpel. Ich hab dich zur Giraffe gebracht. Tja, dafür muss jetzt ein süßes Neko sterben. Weil du mich zur Giraffe gebracht hast. Schon mal im Voraus. Nicht der Dodo. Oh, doch, der Dodo. Schon mal im Voraus. Es ist nicht meine Schuld, dass der Neko sterben muss. Es ist die Schuld vom Spiel. Ich möchte das nur schon mal vorher festhalten. Das war nicht meine Idee, das zu tun. Und da wäre das Spiel beinahe abgeschmiert. Ich dachte schon, jetzt schmiert es wirklich ab. Neko! Das gab kein Achievement. Du kannst dir auch sagen, dass die Trophies ignorierst, solange Platin nicht möglich ist. Sicher, dass das ein Achievement gibt? Weil das war genau das. Why did you do that? Weil gesagt wurde, dass das ein Achievement ist. Aber es ist kein Achievement. Was mit dem über dem Abgrund? Das Ding ist runtergefallen, ich nicht. Also von dem her, ja? Was heißt mit dem über dem Abgrund? Oder bist du vor der Kante abgesprungen? Ich sehe kein Achievement, also wieso? Ja, Du bist zuvor der Kante abgesprungen. Ach so, muss ich runterlaufen und dann? Das ist ja weird. Wieso hat das so seltsame Anforderungen, dieses Achievement? Ich dachte, ich muss einfach bloß einen Neko in den Abgrund droppen. Ich habe es getan, weil Achievements in diesem Spiel weird sind, deswegen. Sonst kann ich mir nicht vorstellen. Möglich? Aber wie gesagt, reicht nicht aber bloß, dass ein Neko stirbt, indem es den Abgrund runterfällt? Trophy-Beschreibung. Drop your mount into the great unknown. Also ist es nicht irgendein Abgrund. Aber was ist the great unknown? Now. Was soll das sein? Ins große Unbekannte fallen. Wo ist das große Unbekannte?
Gibt's da irgendwie ein spezielles Gebiet? Der steht in den Abgrund ohne Boden fallen lassen. Okay. Ich hab's da gemacht, wo es Nebel gab. Gibt's da Dings? Neblige Weite? Da gibt's doch keine Reittiere, oder? Oder wo genau meinst du? Ich meine, im Vorgebirgswasserfall gibt's einen Neko. Da, wo man das freischaltet, glaube ich. Was freischalten? Ach, das ist das Reiten. Das wäre hier hinten, ha, bei der Waldanlage. Neko-Becken? Bug note, some players have reported being aware this trophy of abandoning a mount outside of the cantina area, then traveling on foot inside of Paloon Saloon, resulting in a trophy popping up upon reaching the inside of the bar area. Oh. Weil die Dings einfach dann nicht mehr lädt. Okay, das ist gut. Das ist sehr witzig. Das ist so gut. Ja, teilweise ist es ja weird, ne? Die Innenfläche von der Kantine lädt ja teilweise auch sehr langsam nach, ne? Ich meine, ich kann es mal hier probieren. Aber wie gesagt, das ist schon weird, dass es bei mir dann jetzt gerade nicht gezählt hat. Aber das heißt, es zählt dann schon überall. Es muss halt einfach nur... Es tut mir so leid, die Nekos sind so süß, aber... Wie funktioniert dieses Achievement? Ich meine, das war jetzt tatsächlich das, was man tun sollte, und das hat nicht funktioniert. Ich sehe dich. Ich gehe mich mal umsehen. Ich verstehe nicht ganz, was das Achievement von mir will. Also. Es ist nicht mehr als das, was ich gerade eben getan habe, ne? Mehr kann ich einfach nicht tun. Das Ding einfach in den Graben werfen. Deswegen, ich bin etwas... Hä? What? Hä? Das Ding hat überlebt gehabt! Jetzt habe ich die Trophäe bekommen. Ihnen geht das sicherlich gut. Das Ding lebte noch. Ich bin so verwirrt. Ihnen geht es sicherlich gut. Lass dein Reittier ins große Unbekannte fallen. No. Das ist so traurig. Aber vor allem, warum hat das denn jetzt getriggert? Weil jetzt halt das andere Areal ist jetzt gerade eben, oder hat nicht mehr geladen, ne? Deswegen. Deswegen ist es jetzt gestorben. Meine Viecher haben einfach immer überlebt. Gut, jetzt haben wir die Trophäe. Passt mir. Sehr seltsame Trophäe. Warum hat das andere dann dort überlebt? So weird.
Man kann sich Videos von den Momenten auf der PS5 angucken. Ich glaube schon, ja. Wieso leben die? Das ist nichts gewesen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich meine schon. Ja, jetzt ist geladen. Yay! hatte was damit zu tun, dass das Game Gebiete lädt. Ja, ich gehe auch sehr stark davon aus. Ich glaube, es geht zu jeder Trophäe, oder? Bin mir da aber nicht ganz sicher. Ja. Ist schon witzig, ne, dass du das immer machen kannst. Keine Ahnung, irgendwie was anderes. Lege 500 Meter auf einem Reittier zurück. Oh ja, okay. Das war aber bloß das Fliegen gut. Ui. Schon witzig. Siehst du, war eine der versteckten Trophäen. Ja, richtig, richtig. Das ist schon seltsam. Vor allem, wenn es dann halt noch so seltsam triggert. Schweigeminute für die Opfer. Ja, die armen kleinen Viecher. Sie sind super niedlich. Ich wollte es nicht tun. Ich muss die Frisur noch anpassen. Das geht so überhaupt nicht. Nehmen wir den Schrottsammler. Sehr viel besser. Wenn du jetzt Spiel wechselst, kann Dead by Daylight mit B spielen. Oh, spielt B gerade im Dead by Daylight? So war anderthalb Stunden jetzt noch TOTK. Nicht TOTK. Das würde nicht gut gehen. Aber ich meine, wir können noch zu Monster Hunter wechseln. Wir sind jetzt auf jeden Fall im Moment so weit durch, wie wir sein können mit Star Wars. GG! ist natürlich echt schade, dass es jetzt gebuggt hat. Aber wir haben jetzt getan, was wir tun können. Wir werden es einfach im Auge behalten mit den Kopfgeldjägern. Die würde ich gerne noch erledigen. Das wäre eine schöne Sache. Gucken wir einfach mal, wie das Ganze so läuft. Ich will nicht, dass es vorbei ist. Ich meine, irgendwann geht alles mal zu Ende. Und es war eine sehr schöne Reise. Es war ein wunderschönes Spiel. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, es wird definitiv nicht das letzte Mal sein, dass wir Jedi Survivor spielen. So viel kann ich absolut sagen. Nur natürlich für die nächste Zeit werden wir jetzt erstmal uns um andere Sachen kümmern. Das ist ganz klar. Und werden mal schauen, wie wir so weiterkommen können. Aber ich denke mal sehr stark, dass wir das New Game Plus nicht anfangen werden, bevor es ein Patch gibt für die Kopfgeldjäger. Aber man kann es vorher halt nie sagen. Ne? Das ist immer die große Sache. Deswegen, wir gucken einfach mal, wie es aussieht. Und wir entscheiden dann spontan, was so passiert. Steam tut mir nicht. Achso, dann ist sie bloß in Steam Online. Okay, ich verstehe. Wie gesagt, sehr coole Sache. War schön. War ein schönes Projekt. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, wir werden vielleicht nochmal zurückkommen. Mal schauen, was sich so tut. Das soll es dann aber für heute dann gewesen sein. Wir haben alles erreicht, was wir gerade mal erreichen können und wollen, sage ich mal. Weil es gäbe jetzt viele Sachen, wie gerade eben schon gesagt, ne, die wir jetzt natürlich farmen könnten für ein paar Trophäen, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und deswegen, ja, machen wir das vielleicht dann auch im New Game Plus. Da können wir dann eh ein bisschen besser darauf reagieren. Da können wir die dann ein bisschen besser auch im Spiel selber einfach holen. Und irgendwann wird es ein New Game Plus geben. Ich wollte ja eh Jedi Fallen Order, wollte ich eigentlich ja auch mal auf Jedi Großmeister nochmal spielen. Ich weiß gar nicht, ob es da schon ein Regenbogen-Lichtschwert gab. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Aber das wäre eigentlich ganz cool, die beiden vielleicht nochmal auf Jedi Großmeister und dann hier halt nochmal den restlichen Kram holen. Können wir irgendwann mal angehen. Wir schauen mal, wann die beste Methode dafür wäre. Mal sehen. Wie gesagt, dann machen wir für heute Schluss mit Jedi Survivor. Sehr, sehr schön. Tolles Projekt. Und ja, es ist natürlich immer so schade, dass es vorbei ist. Ne? Aber auch tolle Zeit gewesen. Und schön, dass wir es jetzt gut durchbekommen haben. Jetzt können wir uns anderen Sachen widmen. Das ist ja auch immer eine schöne Sache. Nun Tetris. Damit beenden wir fürs erste Jedi Survivor mal. Wahrscheinlich kommt am Samstag der Patch. Ich sehe es schon kommen.
Kenneth wird recht haben, dass wir am Samstag mehr Jedi Survivor machen, weil am Samstag der Patch kommt. Ich werde, bei meinem Glück wird das genau so passieren. Das wäre so typisch. Das Spiel endet erst, wenn wir ein Sith sind. Ja. Bitte, danke. Das wäre so typisch. Aber wir gucken einfach mal, wie es aussieht. So, das Spiel endet erst, wenn wir ein Sith sind. Ich meine, es gibt auch ein rotes Lichtschwert. Also von dem her, wir können auch ein Sith werden. Wie gesagt, das New Game Plus klingt echt cool. Deswegen machen wir auf jeden Fall. Ich verspreche, dass wir irgendwann New Game Plus von Jedi Survivor machen. Ich weiß nur noch nicht genau, wann. Das ist die große Sache dabei. Das Spiel endet auf Korriban, ja. Huch, habe ich das jetzt aktiviert? Okay, jetzt ist es deaktiviert. Gut. Schön. Dann beenden wir das Spiel. Bäm. Wunderbar. Und ja, jetzt haben wir noch so anderthalb Stunden Zeit. Ich meine, wir könnten zu Monster Hunter rüberwechseln. Ich denke, das wäre kein Fehler. Da können wir dann noch ein bisschen jagen, nichts Großes, ne? Bisschen was Kleines noch machen. Das klingt nicht ganz verkehrt. Aber ja, Spiel endet auf Korriban. Wird spannend, ja. Lohnt MH überhaupt noch? Ich meine, zwei, drei Quests können wir schon machen, weil ansonsten wüsste ich jetzt nicht unbedingt, was wir machen sollen. Das ist die Sache. Ich hatte mir kurz überlegt, wir könnten noch die letzten Scans in Horizon holen, aber das ist auch nicht so interessant, muss ich sagen. Und ansonsten haben wir nichts so Kurzes. Wir könnten einen Metroid Randomizer machen. Feierabend. Ich meine, Feierabend wäre eine Idee, aber eine Stunde früher. Ich meine, wir überziehen sonst immer, aber fühlt sich jetzt doch etwas früh an. Also ich könnte noch. Tetris, ja. Ich könnte noch deswegen Destiny starten. Ja, ich glaube nicht. Wild Hearts fehlen auch noch Achievements. Ich meine, Wild Hearts will ich auf jeden Fall gerne machen. Das ist, würde ich gerne in Blick nehmen. Wild Hearts entweder nächste oder übernächste Woche. Ich muss es mir noch mal genau überlegen, dass wir da wenigstens das fehlende Update uns noch anschauen, ne, und dann vielleicht ein bisschen ein, zwei Achievements noch machen. Gucken wir mal, wie es aussieht. Garuga ist auf meiner Seite. Ja, Tetris. Also wir haben zweimal Destiny, zweimal Tetris, Frontier. Hallöchen Kuma, willkommen zum Stream. Schön, dass du dabei bist. Ich sehe schon, es kommen bloß Top-Vorschläge aus dem Chat. Wir haben halt gerade eben nichts, was man schnell irgendwie... hättest du das runtergeladen? War es Tetris 99? Nee, leider nicht. Leider nicht. Du packst Wild Hearts in den Ring. Wild Hearts wäre halt eine Sache, wo ich tatsächlich einen vollen Stream für geben würde. Weißt du, was ich meine? Das wäre so eine Sache, wo ich gerne einen vollständigen Stream für geben würde, weil jetzt anderthalb Stunden reingehen, dann sehen wir halt kaum was. Deswegen Warframe. Ja, ihr seid alle so witzig. Doki Doki Literal Cup. Worüber reden wir überhaupt? Ja. Was wir jetzt in den letzten anderthalb Stunden noch machen, und ich wollte Monster Hunter machen, und jeder fühlt sich jetzt wie der Joker hier im Chat. Na dann, TOTK. TOTK wäre auch eine Möglichkeit. Wir wollten heute ja eigentlich Monster Hunter machen. Das ist eigentlich ist Monster Hunter ja längst überfällig. Deswegen, wir machen Monster Hunter. Ihr könnt mich nicht anders überreden. Gen Yu. Warum Gen Yu? Er war am Samstag, reicht. Yay, Frontier. Jeez of Time. Warum nicht, Gen Yu? Weil wir noch, wie viel? Irgendwie 50 Ränge farmen müssen in Sunbreak? Vielleicht deswegen? Oder Abstimmung? Bis wir jetzt eine Abstimmung haben und erstmal 10 Projekte reingepackt haben in die Abstimmung, bis dann jeder seine Trollsachen genommen hat und wir dann erst nichts haben, ist dann die Stunde auch vorbei. Dann hätten wir gleich Pause mal oder dann hätten wir gleich ausschalten können. Deswegen, ich entscheide jetzt. Feierabend klingt immer besser. Ja, wenn ich die Abstimmung wird nur aus Trollzeug bestehen. Deswegen.
wenn ihr nicht gleich nett seid, dann gibt's wirklich Feierabend gleich. Könnt ihr euch heute Abend noch einen anderen Stream suchen? je. Ich meine, man könnte Iceborne machen, ne? Aber ich denke, es wäre sehr viel sinnvoller, Sunbreak zu machen. Deswegen, wir wechseln zu Sunbreak rüber, das ist die beste Sache. Dann spielst du dich nicht ein, wir machen nur Anomalie. Ja, passt. Ich meine, ich brauche mich ja so gesehen nicht mehr einspielen. Also die großen bösen Viecher sind ja erledigt, nur deswegen, das passt. Sind genug on der Story 2, Gott. schön. Sehr, sehr gut. Aber ja, wir machen, ja, ich meine, was sind es dann? 4 oder 5 Anomalie-Quests, ne? Aber da, wir kommen wenigstens ein bisschen weiter und das zählt ja schon mal. Das ist ja schon mal die Sache. Deswegen machen wir das so. Vielen lieben Dank nochmal fürs Zuschauen bei Star Wars Jedi Survivor. Sehr, sehr tolles Spiel. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch natürlich auch. Und ja, wir wechseln dann Projekte rüber zu Monster Hunter. Das heißt, für alle Leute, die gehen, dem wünsche ich noch einen wunderschönen Abend und eine gute Nacht. Macht's gut und gerne bis zum nächsten Mal. War langweilig. Nicht genügend Kamele gestorben, ne? Und für alle, die bleiben, genießt kurz die Musik. Wir machen kurz 5 Minuten Pause. Ich stecke kurz meine Konsolen um und dann sehen wir uns sofort wieder zu mehr Monster Hunter Rise Sunbreak. Das entscheide ich jetzt ohne euch. Und wer Lust hat, darf natürlich gerne mitmachen. Wir farmen noch ein bisschen unseren Rang hoch und dann gucken wir mal, wo wir dort so hinkommen werden. Deswegen, entweder bis gleich. Diktatur hier, ja, ist schlimm, ne? Entweder bis gleich oder bis zum nächsten Mal. In unserer... in unserer diktatorischen Jägergilde hier. So läuft das hier. Also wie gesagt, macht's gut, bis gleich oder bis zum nächsten Mal.